Ja, hier sei ich benannt. Und einen sakrisch guten Mara! Ed Kasperl! Es ist unfassbar. Wochenlang passiert nichts. Dann gleich an zwei Tagen hintereinander. Ihr habt gestern mein Video gesehen über... Ja. Rainers Versuch, sich pornografisch beilbieten zu wollen. Rainer hat offensichtlich Edel Escort Preisliste gegoogelt und hat dann einfach mal die höchsten Preise, die ihm da angeboten wurden, genommen und gesagt, ja, das passt. Ja. Narzisstisch wie er nun mal ist, ne, wenn praktisch eine 23-jährige dem Schönheitsideal entsprechende Frau für eine Woche 30.000 Euro nimmt, dann ist er gewiss mindestens 36.000 Euro wert, weil wir wissen ja alle, weil er Rang und Name. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, das war jetzt seit langem mal wieder ein Lebenszeichen von unserem Reini. Wir werden sehen. Aber ich habe vergessen. Es ist Januar, meine Freunde. Es ist Januar und was hat's im Januar im Drachengame bisher immer gehabt? Eine Qualitätsoffensive. Richtig, meine Freunde. Und genau diese ist jetzt auch wieder aufgetreten. Also offensichtlich, ich habe das Video noch nicht gesehen, ich gehe da blanko rein. Aber wenn ich sehe, dass er Anfang Januar einen 42 Minuten langen TikTok-Stream ins Internet geknödelt hat, dann, ich bin jetzt auch nicht auf der Brennsuppe hergeschaut, bin erst seit gestern im Game, dann denke ich natürlich, okay, natürlich Januar, Qualitätsoffensive, jetzt geht's wieder los, ja. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat er, das war eine von meinen ersten Videos, die ich gemacht habe. Letztes Jahr dann dieses Wahrheit oder Lüge Format rausgebracht. Aber gesagt, das kommt jetzt jede Woche mindestens ein bis zweimal. Das kam halt genau einmal. Aber es ist Anfang Januar. Anfang Januar ist Qualitätsoffensivenzeit. Da kommen wir raus. Aus dem Loch. Der Reini, wir sehen ihn hier schon, wunderschöner Mann. Ja. Der Kiefer geht nach vorne, der Mund ist schon klein, bevor er anfängt mit der Scheiße hier. Er läuft halt tatsächlich mit seinem Gaming-Headset in der Öffentlichkeit rum, wie ein Dulli. Weil jetzt ganz ehrlich, wie krass fremdschämartig ist es, wenn du so mit so einem Gaming-Headset so in der Öffentlichkeit rumläufst und da irgendeinen TikTok-Schmutz aufnimmst. So, schaut's mich an. Ich bin's. Ja, derjenige. Ich freue mich schon. Das sind jetzt 40 Minuten Klump, die wir uns jetzt anschauen. Das heißt, bei mir sind es 2 bis 2,5 Stunden. Quiz, sag jetzt mal an. Es sei denn, es kommt wenig Verwertbares rum. Ja, dann da die Song. Wir haben nicht lange umeinander. Hockt euch her, Sammermehrer. Reicht euch heute auf. Mir ging er einer in Rainer. Im Podcast ist es so, dass wohl der Chef von YouTube Deutschland, also ihr müsst euch das vorstellen, der Chef von YouTube Deutschland, der Typ, der in Deutschland... Ach, ein wunderschönes Standbild. Wie immer macht er seine TikTok-Live-Streamless. Irgendwo, wo er keinen Empfang hat. Großes Kino, Rainer. Großes Kino, Qualitätscontent par excellence. Aber jetzt schauen wir mal, was hier der große Chef von YouTube Deutschland zu sagen hat. Und auf YouTube das Sagen hat. Der Typ hat sich wohl, auch wenn ich das für einen Fake halte, Pause, Rainer, wenn du das für einen Fake hältst, warum machst du dann einen über 40-minütigen Livestream, ne, darüber? Man sieht ja auch, man sieht trotz der Kartoffelqualität, ja,
sieht man hier, wie rot und entzunden hier das komplette Fettfleisch um seine Ohren rum ist. Alter, dieser Mann hat sich halt wahrscheinlich wieder seit 2 Wochen nimmer gewaschen. Bei dem wirkt schon alles auf an der Haut. Es ist alles irgendwie wund und widerlich. Irgendwann fangen die Maden an raus zum Krabbeln. Ich will gar nicht wissen, wie seine Füße aktuell ausschauen. Aber um das rauszufinden, muss eigentlich wahrscheinlich eine neue Gerichtsverhandlung oder sowas gehen. Aber dann spricht vielleicht einfach nur die Erfahrung daraus. Jedenfalls ist es so, auch wenn ich das für einen Fake halte. Rainer, wenn du so eine Scheiße in der Öffentlichkeit aufnimmst, dann nimm's halt im Sitzen auf. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch nimmer auszuhalten. Die Schnauberei, auch wenn ich es für einen Fake halte, aber bei der oberste Chef von YouTube. Und dann, Alter, wir haben das Gefühl, du liegst in 2 Minuten, liegst du am Boden und bist am Röcheln, wie es auf Grund gelaufener Blauwal und hart am Verrecken. Da hilft dir auch kein Greenpeace mehr, weil du bist zu weit vom Meer entfernt, dass man dich da noch reinziehen kann. Hock dich hin, ja, versuch Luft zum kriegen und wenn dann alles wieder in Ordnung ist, dann bitte. Ist ja Zustand, das kann sich ja keiner anschauen. Ist es so, dass sich viele sagen, ja, das ist kein Fake, das ist wahr, bla, keine Ahnung, ist noch. Oder Rainer, worum geht's denn eigentlich? Fake, nicht fake, sag halt einfach hier, der Chef von YouTube hat das und das gemacht. Fake oder nicht, wissen wir jetzt schon. Egal, ob das wahr ist oder nicht. Es ist nämlich so. Nein, es ist, das ist deine Vorstellung der Realität, in der es egal ist, ob irgendwas der Wahrheit entspricht oder nicht. Aber das ist halt nicht die Realität. Rainer, für normale Menschen in unserer Gesellschaft ist Wahrheit oder Lüge tatsächlich relevant. Es ist nicht egal. Es ist, und das hast du nicht begriffen, dass es eben nicht egal ist, ob irgendwas der Wahrheit entspricht oder nicht. Dass es nicht egal ist, ob du deine Zahltoolies anlügst oder nicht seit 10 Jahren. Dass deine permanente und zwar wirklich krankhafte Lügerei einfach nicht egal ist. Zu dieser Dokumentation, Dankeschön für die Kette, und hat wortwörtlich gesagt, dass ich meinen YouTube-Kanal nicht wiederbekomme, da der Verstoß, den ich begangen habe, so gravierend ist, und zwar, dass ich ein Video hochgeladen habe, obwohl ich einen einzigen Strike hatte. Rainer, hast du die Terms of Service von YouTube mal durchgelesen? Da du ja professioneller YouTuber in großen Anführungsstrichen warst und du gesagt hast, das ist hier dein Hauptlebensunterhalt, hast du dir die mal durchgelesen? Wo es heißt, dass du einen Strike nicht umgehen darfst, indem du auf einem anderen Kanal hochlädst. Das steht da schwarz auf weiß drin. Ja, wenn du auf deinem Hauptkanal einen Strike hast, dann hast du eine Woche lang die aufgeschwollenen, eiterverseuchten Füße stillzuhalten. Und es ist explizit, und das hat auch schon andere YouTuber vor dir getroffen, und deswegen hättest du es dazu dreimal wissen müssen, es ist explizit untersagt, diesen Strike zu umgehen, indem man auf einem Zweikanal Videos hochlädt. Und du hast da halt gedacht, das mache ich trotzdem. Und wenn sie mal da auf die Nerven gehen, dann wird es schon nicht so schlimm werden. Dann, ich kriege ja sowieso immer meinen Kanal wieder zurück, weil bisher war es ja auch immer so. Ich habe ja machen können, was ich hier will. Ich habe absolute Narrenfreiheit und keiner hat mir jemals irgendwie ans Knie geschissen. Scheißegal, wie räudige Scheiße ich gebaut habe. Dann mache ich das halt einfach. Dann lade ich halt einfach auf den Zweikanal hoch, weil ich brauche Kohlen. Ja, weil Barne müssen her, Barne und immer wieder Barne, die müssen her und die sind gerade knapp und ich kann mir das jetzt nicht leisten, eine Woche lang nichts hochzuladen, weil es eine Woche lang keine Barne gibt, dann lade ich auf dem Zweikanal hoch. Und in Terms of Service steht drin, wenn du sowas machst, dann werden halt alle deine Kanäle gezwickt. Und du hast das gemacht
wie sehenden Auges gemacht und dann haben sie dir alle deine Kanäle gezwickt. So einfach ist es, Punkt aus, Nikolaus. Und ganz ehrlich, wenn die mir morgen meinen Kanal zumachen, dann weiß ich auch warum, dann will ich mich nicht beschweren. Und dann denke ich mir, schön ist gewesen, über ein Jahr im Übrigen. Ein Dankeschön für die Leute, die mich jetzt schon so lange verfolgen, auch für die Leute, die mich erst seit kurzem verfolgen. Aber ich weiß, ich habe hier Leute in der Community, die sind seit über einem Jahr, ich habe Ende Dezember 2021 habe ich den Kanal hier aufgemacht und ich weiß, dass hier Leute dabei sind, die verfolgen mich seit über einem Jahr und sind mir treu. Das bedeutet mir sehr viel, ist eine großartige Community. Ich habe sehr viel Spaß dabei, eure Kommentare zu lesen, vor allem unter jedem Video von denselben Leuten dann die Kommentare lese, seit über einem Jahr, wo ich weiß, hey, komm, wir haben irgendwie, ja, wir haben uns noch nie getroffen, aber wir haben so ein bisschen, ja, so ein Buddy-Verhältnis. Ja. Und denkst du, oh, er schon wieder, geil. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Treue. Ich mache das hier aus Spaß an der Gaudi. Ich könnte mit der Scheiße auch Geld verdienen, mache ich nicht. Weil ich keinen Bock drauf habe, mich da irgendwie selbst zensieren zu müssen, damit die Scheiße weiter monetarisiert bleibt. Ja. Aber nichtsdestoweniger, ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich Dinge gesagt habe auf diesem Kanal, die dazu führen könnten, dass der Kanal weggemittelt wird. Dass YouTube sagt, na, ich schmeiß da die Prügeln aus. Und der Kanal ist jetzt weg. Das kann immer passieren. Aber wenn das passiert, werde ich mich nicht auf TikTok irgendwie hinstellen und sagen, war das total ungerecht gewesen. Alles, was ich gemacht habe, ist, dass ich den einen fetten Hurensohn genannt habe. Ja, aber es steht halt in Terms of Service drin, dass ich den nicht einen fetten Hurensohn nennen darf. Scheißegal, was für ein fetter Hurensohn das er ist. Und wenn sie mir dafür den Kanal zwicken, zwicken sie meinen Kanal. Steht aber in Terms of Service auch drin, dass du einen Strike nicht umgehen darfst, indem du auf einem Zweitkanal Videos hochlädst und wenn es halt trotzdem machst, wird halt dein Kanal und der Zweikanal und alle anderen Kanäle weggemeldet und dann ist es halt so, Rainer. Dann ist es halt so. Und ich weiß, dass dein narzisstisches Gehirn nicht in der Lage ist, das zu begreifen, dass dein Hirn sich denkt, nein, ich bin der große Drachenlord. Wie können Sie es wagen, meinen Kanal zu sperren, nur weil ich gegen die Benutzerrichtlinien verstoßen habe? Aber es ist halt so, du bist nichts Besonderes und wenn du gegen die Nutzungsrichtlinien verstößt, wirst du genauso weggemeldet wie jeder andere, der gegen die Nutzungsrichtlinien verstößt und fertig ist das. Und das nicht nur auf meinem Hauptkanal, sondern auf dem Zweitkanal, der schon die ganze Zeit existiert hat. Und das habe ich schon öfter mal die paar Jahre Text, die ich bekommen habe, ist in 99,99% der Fälle gewesen. 99% der Fälle. Dass diese Strikes nach ein, zwei Wochen immer weg waren. Immer. Ja, Rainer, weil das Winklerglück wieder zugeschlagen hat. Woher glaubst du, dass dieser Satz, das Winklerglück hat wieder zugeschlagen, herkommt? Wo glaubst du, kommt der her? Weil du in diesen 10 Jahren auf YouTube so oft so brutal Scheiße gebaut hast, dass jeder schon 20 Mal von der Scheißplattform geflogen wäre. Jeder andere Kanal wäre schon in Grund und Boden vernichtet worden. Und du hast jedes Mal irgendwie dich da wieder rausgeduselt. Und du hast gedacht, das läuft jetzt immer so weiter. Ich kann hier machen, was ich will. Ich habe absolute Narrenfreiheit, weil ich bin am Rudi Salbur. Und so läuft es heute nicht. Und es ist halt irgendwann, hat sogar YouTube gesagt, na, jetzt ist der Punkt erreicht. Das machen wir nicht mehr mit. Haterkatzen im Hintergrund. Das machen wir nicht mehr mit. Und du fliegst jetzt. Und es war höchste Zeit. Ganz ehrlich, jeder andere wäre schon vor Jahren von dieser Plattform geflogen. So wie du vor jeder anderen Plattform auch geflogen bist. Und nur weil die tausendmal ein Auge zugedrückt haben, heißt das nicht, dass sie beim tausendundersten Mal das auch tun müssen. Du hast halt einfach gedacht, ja, bisher ist immer gut gelaufen. Ich habe absolute Narrenfreiheit, ich kann machen, was ich will. Und egal, wie sehr ich gegen die Regeln von YouTube verstoßen habe, es hat ja immer funktioniert. Ich habe immer meinen Kanal wiederbekommen. Und dann ist es irgendwann so gewesen, so, na Rainer, jetzt ist es genug. Jetzt ist es genug. Du bist wie ein kleines Kind, das seine Grenzen austestet. Und die Eltern sagen, ja, na komm, mein Burm ist ein Burm und dann
hat er da ein bisschen Scheiße gebaut und so. Und dann irgendwann heißt, na und jetzt kriegst du den Arsch voll. Und dann denkst du so, ich habe ja die ganze Zeit davor auch keinen Arsch voll gekriegt, so ist ja total ungerecht. Nein, ist es nicht. Du hättest schon viel früher einen Arsch voll kriegen sollen. Aber sauber. Es gab nur einen Fall und das war meine eigene Schuld, aber der Strike ist schon vor Jahren verfallen. Jedenfalls ist es so, dass alle Strikes, die ich bekommen habe, jeder einzelne, alle verfallen sind, bis auf diesen einen. Und keiner dieser Strike war aktiv, während du ein Video hochgeladen hast. Da brauchen wir nicht lang drüber diskutieren. Wenn ich als Kind... Ich habe als Kind einmal eine Situation gehabt, da bin ich fürchterlich am Ausrasten gewesen und habe meinem Vater ein gewisses Schimpfwort an den Kopf geschmissen. Und mein Vater hat mich angeschaut und hat gesagt, sag das nochmal. Ich habe es nochmal gesagt und ich habe ein Watschen gekriegt. Und die Watschen war vollkommen gerechtfertigt. Die war vollkommen gerechtfertigt. Und er hat mir sogar die Möglichkeit gegeben zu sagen, sag's nochmal, da hätte ich sagen können, na, tut mir leid, aber ich hab's nochmal gesagt. Und das ist genau die Sache. Hättest du es nicht nochmal gesagt, hättest kein Watschen gekriegt, dann könntest du heute noch auf YouTube streamen und Videos hochladen. Aber du hast einen Strike gekriegt und sagst, noch einmal und dann passiert was und du hast das halt nochmal gemacht und dann ist halt was passiert. Das ist absolut zu 100% wieder deine Schuld. Genauso wie es scheiße ist, dass dein Haus weg ist, deine Schuld ist, scheiße ist, dass dein Führerschein weg ist, deine Schuld ist, scheiße, dass jede Frau auf der Welt dich verabscheut und keine sich an dich ranlässt. Alles deine Schuld. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Strike und jetzt passt auf, dieser Strike kam folgendermaßen zustande. Du hast widerlichen Bullshit auf deinem Hauptkanal hochgeladen und wir wissen, dass du wirklich an der, also wie gesagt, wenn irgendwelche Leute irgendwie komischen Fetische haben, sei es drum, ja. Aber wir wissen, dass Rainer ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität hat. Also wirklich davon zu fantasieren, seinem eigenen Vater den Schwanz zu lutschen, Fetisch hin oder her, das ist nicht normal. Ja. Da ist auch irgendwo die Toleranzgrenze erreicht. Da muss man dann auch irgendwann sagen, okay, mit dem Burm stimmt irgendwas nicht. Und dem, da muss man Auge drauf haben, weil ansonsten passiert irgendwas. Und es wird irgendwas passieren. Wenn dir nicht in den Knast kommt, wird irgendwann irgendwas passieren. Der backt sich, der lockt irgendeine 13-Jährige zu sich irgendwie hin, backt sich die und dann heißt es danach, ja, wir hätten dann damit rechnen können. Und warum hat hier nie irgendjemand was dagegen getan. Und dann stehen wir alle da, die wir als böse Hassverbrecher im Internet dargestellt wurden, vom Sat1 Frühstücksfernsehen, von Spiegel TV, von Sascha Lobo, von diesem ganzen Geschwerl. Ja? Und dann können wir uns hinstellen und sagen, wir haben es euch jahrelang gesagt. Wir haben es euch jahrelang gesagt und das Einzige, was wir geerntet haben, war, ihr seid Internet-Hater, ihr seid ein Mob an Hassverbrechern, lass doch den armen, dicken Mann in Ruhe. Und wir haben euch gesagt, der Mann ist gefährlich, der Mann ist gestört, der Mann hat absolut den Bezug zur Realität verloren. Gegen den muss was unternommen werden. Alles, was wir abgekriegt haben, waren Schand und Häme und wir sind die Verbrecher. Es wird passieren. Wenn der nicht in den Knast kommt, wird es passieren. Hundertprozentig. Ich habe eine Videoreihe gehabt, Hashtag Lustlord. Verstößt nicht gegen die YouTube-AGBs. Es hat absolut keine Probleme mit YouTube-AGBs und so weiter. Ist alles vollkommen in Ordnung. Rainer, das stimmt nicht, weil pornografische Inhalte auf YouTube verboten sind. Und deine Lustlord-Videos waren definitiv pornografischer Art und da braucht man nicht lang drüber diskutieren. Du hast darüber geredet, wie du was... wie oft in deinen Arsch einstopfst. Es sind pornografische Inhalte gewesen. Scheißegal, ob du da Videos davon hochgeladen hast, wie du das tust, oder es grafisch beschreibst, was du da tust. Vollkommen wurscht. Es waren pornografische Inhalte, die du da gepostet hast, und die verstoßen gegen die YouTube-AGBs. Punkt.
Du hast diesen Strike vollkommen zurecht bekommen. Du hast es vollkommen zurecht versucht, zu Unrecht versucht zu umgehen auf deinem Zweitkanal und bist daraufhin vollkommen zurecht perma gebannt worden auf YouTube. Punkt. Aus. Team und alles in Ordnung gewesen. Dieses Video existiert jetzt seit, ich weiß nicht, 2, vielleicht 3 Jahren. Und jetzt kommt. Ganz ehrlich, Rainer, du darfst froh sein, dass du für diesen Scheiß in diesem Lustlord-Format nur in Anführungsstrichen einen Strike kassiert hast. Da darfst du richtig froh sein. Jeder andere hätte gesagt, oh, da habe ich richtig Scheiße gebaut. Diese ganze Lustlord-Scheiße lösche ich jetzt runter von meinem Kanal, damit ich dafür nicht weitergefickt werde. Dann sitze ich meine 7 Tage Strike ab und dann fange ich wieder an, Scheiße hochzuladen. Und dann hättest du heute noch einen YouTube-Kanal. Aber dir ist wieder irgendwas gegen den Strich gegangen und du hast dich einfach nicht mal zusammenreißen können und du hast unbedingt deine dumme Meinung ins Internet brüllen müssen. Weil wieder irgendwer fürchterlich gemein zu dir war. Und das hast du gemacht und hast damit versucht, den Strike zu umgehen und bist dafür legitim gebannt worden. Weil die Scheiße läuft noch keine 2 Minuten und die nimmst du 20 Minuten auf. Ich halte das mal Maul erstmal. Ich werde nicht mehr mal halten, sorry. Der Witz an der Sache. Es ist eine Videoreihe gewesen. Es waren also mehrere Videos. Ich habe einen Strike bekommen auf eines dieser Videos. Nein, es reicht. Ein Strike auf eines der Videos reicht. Strike ist Strike. Hab dann bis auf dieses eine Video alle Videos gelöscht. Ja, warum löscht du denn das Video nicht, wo du den Strike drauf kriegst? Wie kernbehindert kann man eigentlich sein? Ich habe 5 Videos hochgeladen. Für 1 habe ich einen Strike bekommen. Dann habe ich die anderen 4 gelöscht, aber das, wo ich einen Strike bekommen habe, habe ich online gelassen. Wie blöd kann man eigentlich sein? Wer hat dir denn ins Hirn geschissen? Jetzt. Weil ich kann Strikes nur anfechten, wenn das Video nicht gelöscht ist. Merkt euch das? Ja, aber der Strike war zu Recht. Dann fechte ihn nicht an, sondern dann warte ihn ab. Und dann ist das Video quasi gelöscht gewesen, bis auf das eine. Und dann, und jetzt passt auf, ich hatte ja gerade gesagt, ich habe die ganze Videoreihe bis auf ein Video gelöscht. So. Hast du gesagt gehabt? Der Witz ist, als ich diese Videoreihe gelöscht habe, da war ein Video dabei, ein einziges. Da war ein Strike drauf. Aber dieser Strike, den habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gelöscht habe, noch nicht. Ich habe einen Strike auf ein... Okay, da ist jetzt irgendein komischer Schnitt drin. Fakt ist, letzten Endes, Rainer hat einen Strike gekriegt für sein grundlegend widerliches Verhalten auf YouTube, hat ihn ignoriert, hat versucht ihn zu umgehen und ist dafür zu Recht von der Plattform gebannt worden. Punkt. Ein Video bekommen, von dem ich überhaupt nicht wusste, dass ich einen Strike drauf habe, habe das Video im Vorfeld gelöscht, von mir selbst gelöscht. Nicht, weil es rechtswidrig war. Das ist der Witz daran. Ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass ich wieder mehrere Strikes habe und dann längere Zeit nicht streamen kann. Oder Videos machen kann. Das war der einzige Grund. Die Gemeinde im Skirchen, sehr eindrucksvoll. Ein Video gelöscht, bevor ich den Strike bekommen habe. Von einem Video nicht angehen, wenn das Video... Nein, Rainer, du hast das Video nicht gelöscht. Du hast das war Anfang August... Er hat erst einen Strike gekriegt für eins von diesen alten Lustlord-Videos. Dagegen hat er versucht anzukommen. Das hat auch funktioniert, denn der Strike ist negiert worden und er hat dann früher als gedacht wieder hochladen und streamen dürfen. Und er hat aber die anderen Lustlord-Videos nicht gelöscht, wie er das jetzt hier sagt, ja, sondern er hat die auf privat gestellt. Dann hat natürlich YouTube immer noch Zugriff darauf und hat dann aber, weil dieses Video, bevor es auf privat gestellt hat, schon gemeldet wurde, weil alle seine Lustlord-Videos gemeldet wurden, hat er dann darauf einen weiteren Strike bekommen für dieses Video, das auf privat gestellt war. Und dann hat er sich gedacht, ja, das habe ich ja in Anführungsstrichen gelöscht, ja, deswegen kümmert mich ja der Strike nicht, dann kann ich ja auf dem anderen Kanal Videos hochladen. Und das hat ihm das Knick gebrochen. Das so einfach war's. Punkt aus, Nikolaus. Rainer, du hast diese Videos nicht gelöscht. Du hast sie auf privat gestellt. Das ist ein Unterschied.
Video im Vorfeld gelöscht wurde, oder dass ich auf diesem Video einen Strike habe oder bekomme, der Strike, ja, eben hatte, obwohl es überhaupt kein Strike gewesen wäre. Wenn man es nämlich überprüft hätte, wäre es wieder fallen gelassen worden. Hat die da die Wari, wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er einen Hosen gekriegt. Aber Fakt ist, letzten Endes, dass du derjenige bist. Und zwar, dass du derjenige bist, der einen aktiven Strike hat, der nicht, also der, wenn höchstens noch in der Bearbeitung war, also du hast einen Strike gekriegt, hast Einspruch eingelegt, dieser Einspruch ist noch nicht fertig bearbeitet gewesen, also warst offiziell noch unter dem Strike und hast währenddessen auf einem anderen Kanal was hochgeladen. Punkt aus. Kanal gelöscht. Zu Recht. So, dass ich einen Strike auf YouTube hatte, wodurch ich wiederum meinen gesamten Kanal verloren habe. Und jetzt, wo ich versucht habe, mit YouTube darüber zu reden und mit YouTube das Ganze zu klären, ja, nö, wir löschen deinen Kanal jetzt und der bleibt gelöscht, weil du während eines Strikes auf deinem Zweitkanal ein Video gemacht hast. Das ist richtig. Rainer, wenn du dir die YouTube-AGBs durchgelesen hättest, wüsstest du, dass du das nicht hättest machen dürfen. Du hättest nur ein paar Tage aushalten dürfen. Ein paar Tage. Ich weiß. Barne Situation war nicht so geil zu dem Zeitpunkt. Ja? Du hast nicht gewusst, wo du hin musst. Bist von Haus aus, mal hier bei Marion im Keller, mal da bei irgendjemand anders. Die Kohlen vom Hausverkauf und auch vom Rangerverkauf waren alle weg. Und du hast dringend Geld gebraucht. Und du hast gedacht, okay, wenn ich jetzt eine Woche nicht streamen kann, dann killt mich das finanziell. Und dann hast du gesagt, ja, scheiß drauf. Die letzten paar Mal hat es auch funktioniert. Hau mal raus. Mach mal auf dem Zweitkanal weiter. Und dann hat YouTube gesagt, nee. Mach mal nicht mehr. Auf Wiedersehen, Herr Winkler. Und damit musst du es leben. Scheißegal, was du für eine Scheiße da hast. Oder einen Stream gemacht hast. Obwohl das komplett Schwachsinn ist. Das ist kompletter Banane. Und im Übrigen, zu dem Thema. Die Situation ist gerade eben, es ist par excellence dasselbe Ding. MadDog hat, den verlinke ich euch jetzt nochmal unter dem Video. Ich habe eigentlich aufgegeben, andere Leute unter dem Video zu verlinken, weil ich meinen eigenen Scheiß machen will. Aber den MadDog verlinke ich euch jetzt hier nochmal unter dem Video. Der hat ein sehr, sehr gutes Video gemacht, wo er auch Sachen eingeblendet hat, wo er praktisch auf ein Video reagiert von einer Psychologin, die sich auf Narzissmus spezialisiert hat und einen dementsprechenden YouTube-Kanal hat, wo es um Narzissmus geht. Und dieses Video heißt, warum sich Narzissten niemals ändern werden. Und da ist genau das auch ein großes Thema, dass Narzissten, die sich selber in die Scheiße geritten haben, werden niemals im Leben eingestehen, dass sie daran schuld sind, dass es gerade scheiße läuft. Wenn die Scheiße gebaut haben, wird mit Krampf irgendein anderer Schuldiger gesucht. Er ist nicht derjenige. Die Hater sind schuld oder YouTube ist schuld oder wer auch immer schuld ist, aber er ist nicht derjenige. Er hat nichts falsch gemacht, nicht um viel Geld. Schaut euch das an. Wie gesagt, ich verlinke euch das Video von MadDog. Der hat sich da sehr viel Mühe gegeben, hat ein sehr geiles Video rausgeballert und hat da zu den jeweiligen Sachen, was die gute Frau auf ihrem Kanal da sagt, immer die passenden Rainer-Sequenzen mit reingebaut. Ist ein großartiges Ding. Ich verlinke euch das. Verspreche euch. Gönnt euch das. Ein kompletter Schwachsinn und absolut dämliche Aktion. So. Und ich darf jetzt deswegen auf der Straße leben. Ja, hier, ein Rucksack auf dem Rücken, mein Laptop an der Seite. Rainer, du darfst auf der Straße leben, weil du ein Haus verkauft hast und dir dafür ein dummes Auto gekauft hast, das du kaputt gefahren hast. Da ist echt nur halbe auf. Sag mal, Mera. Du wohnst auf der Straße, weil du dein Leben komplett gegen die Wand gefahren hast, sehenden Auges, obwohl dir
Tausende von Leuten gesagt haben, einer macht das nicht. Und ich so, nö, das mache ich trotzdem. Bam, ich bin der große Drachenlord. Und weil du dein Haus für den Sportpreis verschleudert hast und anstatt mit der Kohle irgendwie zu versuchen, dir eine neue Existenz aufzubauen, hast du gesagt, nee, ich schmeiß das jetzt für ein Auto raus, obwohl ich weiß, dass ich in spätestens 4 Monaten meinen Führerschein verliere. Ja, da bist halt auch wieder zu 1000% selber dran schuld. Und ich darf auf der Straße leben, weil diese Vollidioten da nicht begriffen haben, was Sache ist. Und ich darf mir da anhören. Rainer, du darfst auf der Straße, auch großartiges Bild. Ah, wunderschön. Rainer, du lebst auf der Straße, weil du der Vollidiot bist, der nicht begriffen hat, was Sache ist. Und so hast du es in den letzten 10 Jahren nicht begriffen, was Sache ist. Ja, du kriegst deinen Kanal nicht wieder. Ja, danke für das Hütchen. Du kriegst deinen Kanal nicht wieder, denn das war ein so starker, gravierender Verstoß, dass wir schon 100-mal dich gestrikt haben und es immer wieder löschen mussten, weil das falsche Strikes waren. Oder weil Rainer, nein, du bist schon 100-mal gestrikt worden und irgendwann war es halt genug. Es ist halt irgendwann genug. Du darfst halt den Itchy und Scratchy-Film nicht sehen. Punkt um. Alte Leute wie ich werden sich an die 90er Jahre erinnern, wo es die Simpsons-Folge gab, in der Bart unbedingt den Itchy und Scratchy-Film sehen wollte. Das ist der Film, der die Generation definiert hat. Und er wollte ihn unbedingt sehen und Homer hat gesagt so, wenn du weiter Scheiße baust, bestrafe ich dich, und zwar wirklich. Und er hat weiter Scheiße gebaut. Und Tom hat gesagt, nein, du wirst diesen Itchy and Scratchy Film nicht sehen, ich verbiete dir es. Und Bart hat nicht geglaubt, dass es tatsächlich durchzieht, weil er es vorher nie durchgezogen hat und er hat es halt durchgezogen. Das ist genau das Gleiche. Du musst solchen Leuten irgendwann einfach den Riegel vorschieben und sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter, und du kriegst jetzt wirklich Konsequenzen zu spüren. Und Rainer hat sein ganzes Leben nicht Konsequenzen zu spüren bekommen, weil er immer sich hingesetzt hat und geheult hat. Ich bin der arme kleine Rainer, alle Leute sind so gemein zu mir. Hier, ich bin das große Mobbing-Opfer. Bladidadida. Und ich möchte wetten, auch in der Schule, auch in der Schule, da wo die hätten ihn von der Schule geschmissen für die Aktion, wo er den einen auf die Tischplatte gedonnert hat. Die hätten den da hundertprozentig von der Schule geschmissen, aber da hat er sich hingesetzt und gesagt, die waren alle gemein zu mir. Und er ist durch sein ganzes Leben gekommen mit Heulen darüber, die waren alle gemein zu mir, die waren alle gemein zu mir, ich kann da überhaupt nicht dafür. Und alle haben gesagt, wow, der arme, arme Rainer. Der arme Rainer, der kann überhaupt, die waren alle gemein zu ihm und der kann überhaupt nichts dafür. Und das hat YouTube auch 10 Jahre lang gemacht. Und irgendwann hat YouTube gesagt, na, wir machen die Scheiße immer mit und jetzt bist du weg und dann ist Feierabend. Und dann hättest du die Möglichkeit gehabt, einfach die Kohlen zusammenzuhalten und zu schauen, dass du irgendwie dein Leben auf die Kette kriegst. Und was hast du stattdessen gemacht? Ich mache jetzt einen Escort-Service auf, ich lasse mir für 500 Euro in den Arsch ficken. Nein, Rainer, nein, so läuft das Leben nicht. Weil das irgendwelche Leute waren, die dein Video 100-mal gemeldet haben, davon wurde nichts gesagt. Oder auch die Tatsache, dass es Millionen von Videos auf YouTube gibt, oder YouTuber gibt, die meine Videos klauen. Auch davon wurde nichts angesprochen. Oder auch das ist absolut uninteressant gewesen. Ist doch vollkommen wurscht. Es ist doch vollkommen wurscht. Wenn du gegen die YouTube-Richtlinien verstößt, das ist doch Whataboutism at its finest. Und ich hasse eigentlich Whataboutism als Argument anzubringen. Weil sehr, sehr viele Leute, die einfach keine Argumente mehr haben, Whataboutism schreien. Aber und dann sagst du, ja, eher klar habe ich pornografische Inhalte hier hochgeladen. Aber die anderen haben das gereupt. Die haben ja meine pornografischen Inhalte gestohlen. Warum werden denn die nicht sanktioniert? Klassischer Whataboutism. Rainer, du hast gegen die Richtlinien verstoßen. Punkt aus, Nikolaus. Wer das gereupt hat, vollkommen wurscht.
Vollkommen wurscht. Zugegeben. Mittlerweile ist es natürlich so, dass diese Videos gelöscht wurden. Ne? Also diese Videos existieren inzwischen nicht mehr. Die sind von YouTube runtergenommen worden und die wurden entfernt. Und keine Ahnung, vermutlich auch, also ich gehe davon aus, dass es mit dieser Dokumentation zusammen, oder ich sage immer Dokumentation, mit diesem Podcast zusammenhängt. Na gut, es war ja gewisserweise eine Dokumentation. Wie auch immer, auf jeden Fall dieser Podcast. Wegen diesem Podcast gehe ich davon aus, dass es alles gelöscht wurde. So. Aber trotzdem ist Fakt. Fakt ist, dass immer, wenn er sagt, dass irgendwas Fakt ist, eine Lüge folgt. Und ja, wir haben das mitbekommen. Wir haben das mitbekommen, als diese Netflix-Scheiße an die Öffentlichkeit gekommen ist und dann dieser Podcast gekommen ist, sind diverse Hater-Kanäle weggemeldet worden. Haben wir deutlich mitbekommen. Ganz ehrlich, ich hab damit gerechnet, dass meiner einer der ersten ist. Weil ich habe mir gedacht, okay, jetzt sind hier Ranger und Anti-Mobbing-Guys sind alle weggemeldet worden. Dachte mir, okay. Serial Talk und ich sind die Nächsten. Weil wir beide, wir re-uppen die Scheiße halt nicht. Wir sind beide Reactor. Aber weil wir halt beide einfach straight up beleidigen. Ja. Weil ich und Serial Talk beide kein Problem damit haben, Rainer einen Hurensohn zu nennen. Weil er nun ein solcher einfach ist. Dass ich die Videos und die Streams, die ich gemacht habe und alles, was ich getan habe, völlig uninteressant ist. Dass ich mich seit Jahren gegen Mobbing wehre. Uninteressant. Du wehrst dich nicht gegen Mobbing, du fettes Stück Scheiße. Du provozierst andere Leute, dich zu hassen. Und dann versuchst du dich in die Opferrolle zu drängen und zu sagen, hier ist als Mobbing etc. Das ist der Punkt. Fick dich. Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. Interessant. Dass ich seit Jahren gegen Hunderte und Tausende von Hatern ankämpfen muss, uninteressant. Dass Tausende und Abertausende von YouTube-Hatern meine Kommentare, meine Videos, meine... Ja. Ich muss gerade, keine Ahnung, an Hitler im Führerbunker denken. Oh. Hier diese amerikanischen und bolschewistischen Hater, die kommen nur über die Grenze und greifen mich an. Ich hab denen überhaupt nichts getan. Das ist diese narzisstische Bullshit-Scheiße. Ich hab nichts getan, ich bin nicht derjenige. Ich hab das überhaupt nicht verdient. Doch, du hast den Angriff gestartet und wenn die Gegenoffensive kam zu stark und jetzt sitzt du nicht mehr im Führerbunker, nicht mehr in der Schanze, du sitzt draußen auf der Straße und beschwerst dich darüber, dass dich die Leute hassen. Aber du hast alles dafür getan, dass dich die Leute hassen. Meine Kommentare kaputt machen, meine Videos klauen und so weiter und so fort. Uninteressant. Das ist absolut uninteressant, dass ich seit Jahren die YouTube-AGBs ignoriere. Im Übrigen, Leute, ihr beschwert sich jetzt hier darüber, dass die YouTube-AGBs von anderen Leuten ignoriert werden, obwohl er die YouTube-AGBs ignoriert hat, was dazu geführt hat, dass sein Kanal gesperrt wurde. Ja, was meinst du, warum es hier im Übrigen, wir schauen beim Spiegellord, Spiegellord 18 oder so. Ja, was meinst du, warum beim Spiegellord inzwischen der 18 dahinter steht? Ja, die haben mit 17 Kanäle davor weggemettelt, am Arsch. Ja, 18 gemacht. Das einzige Problem ist, der Spiegellord kann es machen, du kannst es nicht. Weil dein Gesicht es verrät. Ja, wenn du jetzt einen neuen Kanal machst, bist du in 2 Tagen wieder weg. Fertig ist. Werden und ich, obwohl ich tausendmal und abertausendmal irgendwelche Hater wie den Hank Loser, den Regenbogenschaf von früher, den Red TV und wie sie alle geheißen haben oder heißen, all diese Leute habe ich gemeldet, habe mich darüber beschwert, habe mich darüber aufgeregt, habe tausende Videos davon gemeldet, habe tausende Kommentare gelöscht, ich habe sogar, glaube ich, noch irgendwo eine
Ja, Rainer, du kannst die Leute im Internet halt einfach nicht mundtot machen. Und wenn du Hank Loose versuchst, irgendwie wegzumetteln, wird das halt nicht funktionieren, weil es diesen Fair-Use-Paragraphen gibt. Was noch krasser ist dadurch, dass er in Amerika sitzt, wo die Gesetze diesbezüglich noch ein bisschen liberaler sind. Wenn er dein Video nutzt, darauf reagiert und daraus ein eigenes Werk macht, ist es vollkommen in Ordnung. Und niemand gibt einen Rattenarsch drum. Das ist vollkommen legitim. Was nicht legitim ist, pornografische Inhalte auf YouTube zu verbreiten, und das ist weder in den USA noch in Deutschland. Und das auch nicht legitim ist, wenn du dafür einen Strike kriegst, dann auf dem zweiten Kanal weiter hochzuladen, um die Barren einzufahren. Das sind beide Sachen, die nicht legitim sind. Und dafür ist dein Kanal gesperrt worden. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ich habe noch irgendwo ein oder zwei, ich habe noch irgendwo ein oder zwei Tabellen rumfliegen. Das sind zwei oder drei verschiedene Tabellen aus verschiedenen Jahren. Wo ja, sind es so diese Listen, die du gerne vor Gericht hättest vorlesen wollen, wo der Richter gesagt hat, interessiert uns nicht. Weiter im Text. Wo ich so und so viele Videos gelöscht habe. Und pro Tabelle sind es ungefähr zwischen 20 und 100 Videos. Und das pro Tabelle. Und das sind aber bei weitem nicht alle Videos, die ich hätte melden können oder alle Videos, die ich gemeldet habe. Das ist nur ein kleiner Bruchteil davon. So. Und jetzt hier an dieser Stelle. Tut mir den Gefallen und macht einen Snitch davon oder irgendwas. Macht einen Snitch davon oder irgendwas. Oder wie das bei TikTok heißt, keine Ahnung. Und leite das mal irgendwie an den Chef von YouTube Deutschland weiter, wenn das wirklich der Chef von YouTube Deutschland war. Ich zweifle immer noch daran. Dass ich meinen YouTube-Kanal wiederkriege. Weil Fakt ist, dass ich... Erinnert ihr euch noch? Wir waren alle dabei. Nicht alle. Ich habe seitdem ungefähr 1000 Abonnenten dazu bekommen. Herzlich willkommen, by the way. Als Rainers Kanal Anfang August weggemeldet wurde, hat er sich auf TikTok zu Wort gemeldet und gesagt, ja, er hatte überhaupt keine Sorgen, das passt alles, ist ihm alles egal. Und ein bisschen später hat er gesagt, ja, scheißegal, wenn es auf YouTube nicht mehr geht, dann macht er woanders weiter. Das tangiert ihn alles überhaupt nicht. Und jetzt ist halt so, okay, ich habe die Rechte an meinem Filmmaterial verkauft, an meinem Leben verkauft für ein Taschengeld. Ich habe den Ranger Restwert verprasst. Es gibt keine Kohlen mehr, die irgendwo reinkommen. Sämtliche Möglichkeiten, noch irgendwas zu verscheppern, sind praktisch ausgeschöpft, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, die 36.000 Euro für eine Woche mit Rainer Bumsen wird niemand bezahlen. Und auch die 1.500 Euro für die 5 Stunden wird auch keiner bezahlen. Und jetzt merkt er, die einzige Möglichkeit, wie er sein Lotterleben weiter finanzieren hätte, Kenner, wäre, wenn er diesen YouTube-Kanal verloren hätte. Und jetzt ist der alte Feind wieder da. Er war es ja nicht, sondern YouTube hat ihn gehatet. YouTube hat ihn zu Unrecht auf die Bannliste gesetzt. Nein, Rainer. Du bist zu Recht auf die Bannliste gesetzt worden. Von YouTube und von uns allen. Er merkt, ihm rinnt der Sand zwischen den kreisligen Speckfingern durch. Weil er merkt, ja scheiße, wenn ich habe gedacht, irgendwie kriegt das irgendwie anders hin, aber wenn dieser fucking YouTube-Kanal nicht wiederkommt, dann bin ich am Arsch. Dann bin ich am Arsch. Und genauso wird es laufen. Und ich sagte, der wird vor Ende des Halbjahres, wird Rainer unter der Brücke leben. Und ich sag's euch, so traurig wie es ist, und ich wünsche Rainer nicht den Tod. Ich hasse den Mann. Aus tiefster Brust.
für alles, was er getan und gesagt und gemacht hat. Aber ich wünsche ihm nicht den Tod, weil ich wünsche niemandem den Tod. Aber ich sag's euch, zum Halbjahr wohnt er unter der Brücke und das nächste Silvester wird er nicht mehr leben. Okay, warte, Text. Wenn ich einen Strike bekommen habe, der unter Garantie gelöscht worden wäre, ja? Ja, hatte da die Ware, wenn der Hund den geschissen hätte. Dann hättest du halt abwarten müssen, bis das durch ist und die 2 Tage warten, dann hätten sie vielleicht den Strike gelöscht und hättest du weiter hochladen können. Du hast es nicht erwarten können, Punkt aus, Nikolaus. Wenn ich eine Gegendarstellung hätte einreichen können, so wie es bei eigentlich bis auf eine Ausnahme von hunderten Videos, von hunderten Strikes, die ich bekommen habe im Laufe der letzten 9 Jahre oder letzten 10, 12 Jahre. Rainer, überlege mal, warum du in 10 Jahren hunderte Strikes bekommen hast, wohingegen jeder andere große YouTube-Kanal in Deutschland es als eine Seltenheit und als Besonderheit ansieht, einen Strike zu bekommen. Bei allen anderen ist es so, wow, krass, der kann jetzt mal eine Woche nicht hochladen, weil er einen Strike bekommen hat. Das kommt bei vielen gar nicht vor. Und bei denen, wo es vorkommt, kommt es extrem selten vor. Du hast hunderte und tausende Strikes bekommen. Und du wunderst dich, warum dein Kanal erst jetzt gelöscht wurde. Kannst du dir nicht ausdenken. In jedem Video wurde ich gelöscht. Jetzt geht hier die Glocke los. In jedem Video wurden die Strikes gelöscht. Glocke ist ein massiver Hater. Gelöscht. Also jeder Strike, den ich hatte, wurde gelöscht. Und jetzt ist es so, dass ich 1-2 Videos gemacht habe, als ich diesen Strike hatte auf meinem zweiten Kanal. Und ich konnte nichts gegen diesen Strike unternehmen. Warum? Weil es letzten Endes völlig Banane ist. Letzten Endes hast du einen Strike gehabt, hast Videos hochgeladen und bist gelöscht worden. Fertig. Ja. Die YouTube-AGBs sind unter anderem dafür, um die User zu schützen, um ihr Copyright zu schützen. Vielen Dank für die... Was ist das, eine Galaxie? Dankeschön. Nein, die YouTube-AGBs sind dafür da, dass du nicht irgendeinen räudigen Scheißdreck hochlädst. Die YouTube-AGBs sind unter anderem auch dafür da, dass du deine pädophile Pornofantasien nicht auf YouTube hochlädst. Was du getan hast. Diese YouTube-AGBs sind eigentlich da, um zu verhindern, dass Arschlöcher wie du auf YouTube Bullshit hochladen. Und dass es 10 Jahre gedauert hat, bis die gegriffen haben und dich endlich weggemettelt haben von der Plattform, ist ein Armutszeugnis für die YouTube-AGBs. Punkt. Es ist nicht verwerflich, dass du gebannt wurdest. Verwerflich ist, dass es nicht schon Jahre vorher passiert ist. Ja, die YouTube-AGBs sind nicht unter anderem dafür, nicht zuletzt dafür zuständig, andere Leute oder die User oder die Leute für, also den Content der User zu schützen. Dafür sind die YouTube-AGBs unter anderem da. Ja? Sind sie dafür da oder sind sie nicht dafür da? Ja, klar geht es auch um Copyrighter. Aber es geht halt auch um widerliche Hurensöhne, die kreiselige pädophile Pornofantasien ins Internet knödeln und der Meinung sind, es vollkommen okay. Wurde bei mir 10 Jahre lang ignoriert. Es gab... Rainer, 10 Jahre lang sind die YouTube-AGBs ignoriert worden bei dir. Da hast du recht, weil vor 10 Jahren hättest du schon perma gebannt werden sollen. Das ist der Punkt. Es ist 10 Jahre lang ist ignoriert worden, was du für eine Scheiße gebaut hast. 10 Jahre lang hat man dich walten und schalten lassen, wie du wolltest, obwohl man dir hätte einen Riegel vorschieben müssen. 10 Jahre lang hast du eine zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte, 20., 100. Chance bekommen. Und irgendwann war halt Ruhe im Puff. Mal 2-3 Videos, die gelöscht wurden, sind dann aber wieder neu hochgeladen worden, sodass man da wirklich einen Kampf gegen Windmühlen hatte. Und das Ganze ging 10 Jahre oder sogar 12 Jahre. Und was ist jetzt letzten Endes der Fall? Ich stehe da, obwohl ich eigentlich eine Riesenmarke aufgebaut habe, obwohl ich etwas gemacht habe, etwas geleistet habe gegen Mobbing.
Schaut euch das Video von Mad Dog an. Ich habe das und das geleistet. Ich bin so und so gut. Mit der ganzen Narzissmus-Scheiße. Es ist so on point. Ich habe mehr geleistet als alle anderen. Ich bin der Anti-Mobbing-Jesus. Und immer noch versuche. Ja, wo ist da die Gerechtigkeit? Ja, wo ist da die Gerechtigkeit? Wo ist da die Existenz und das Leben? Ich raff's nämlich nicht. Das nächste und witzig an der Sache ist, dass ich letzten Endes eigentlich all das nie wollte. Ja? Natürlich wolltest du es nicht. Keiner. Darauf hat ein kompletter Kanal aufgebaut. Sind wir mal ehrlich. Ja, wir wissen, du hast Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Weil du ein Narzisst bist, der hakeldumm ist und nie irgendeinen Erfolg im Leben hatte. Und dann hast du gesagt, okay, ich habe jetzt hier im Internet ein paar Leute gesehen, die haben auch einen niedrigen Bildungsstand und haben es halt geschafft, im Internet über YouTube Influencer zu werden. Und Hunderttausende von Leuten jubeln denen zu und finden die geil. Und das mache ich jetzt auch. Und das hat halt nicht funktioniert und dann hast du halt immer mehr Druck darauf aufgebaut, dass es funktionieren muss. Aber sowas kann man halt nicht erzwingen. Und je mehr du das erzwingen wolltest, desto mehr Leute haben dich gehasst. Und das ist der Punkt an der Sache. Du hättest die Scheiße niemals anfangen sollen. Niemals. Weil du kein liebenswerter Charakter bist. Es gibt Leute, die aus dem unteren Bildungsgrad kommen, die aus sozial schwierigen Strukturen kommen, die mit Videos auf YouTube oder Streams auf TikTok oder auf Twitch oder wo auch immer erfolgreich geworden sind, aber die haben irgendwo mal positive Eigenschaften. Und die haben zum Beispiel auch die Möglichkeit der Selbstreflexion. Ja, da hast du, keine Ahnung, ich bin kein großer Fan von dem, aber du hast zum Beispiel einen Montana Black, der gesagt hat, hey, ich war früher kriminell, ich bin bei Leuten eingebrochen, ich habe Drogen gedealt, ich habe Drogen genommen und sowas. Ich bin dafür im Knast gewesen. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, so, das bringt mich nirgendwo hin. Und so möchte ich eigentlich auch nicht sein. So. Und die haben dann angefangen, Content zu machen und die Leute haben das gefeiert und darüber haben die halt dann Geld verdient und so als Tutti. Du guckst dir solche Leute an, die viel, wirklich viel Arbeit in ihre Social Media Karriere reingesteckt haben und denkst so, ja, das kann ich auch machen, weil zocken kann ich ja. By the way, zocken kannst du nicht. Aber denkst du, okay, nee, dann setze ich mich da hin, zocke, lade das ins Internet hoch, dann wäre ich auch Millionär. Nee, Rainer. Weil du brauchst Charakter dafür. Und Charakter hast du nicht. Du bist Abschaum. Du bist ein narzisstisches Stück Scheiße, das der Meinung ist, die ganze Welt ist dafür da, ihm zu huldigen und zu Kreuze zu kriechen vor ihm. Und so läuft das nicht. Und das hast du rübergebracht, auch schon in deinen frühen Videos. Alle sind dafür da, dir zu Kreuz zu kriechen. Das hast du rübergebracht. Und die Leute haben gesagt, nee, so nicht. Und dann hast du Kontra gekriegt. Und gegen das Kontra bist du noch intensiver vorgegangen. Dann hast du noch intensiver Kontra gekriegt. Und so ging es weiter. Und anstatt irgendwann zu sagen, vielleicht ist das im Internet nichts für mich, weil ich ein nicht liebenswerter Charakter bin und alle Leute mich hassen. Hast du gesagt, nee, ich bin der große YouTube-Star. Alle haben mir den Schwanz zu lutschen. Nein. Ich war ein Spinner, der Videos gemacht hat. Klar, irgendwann. Rainer, du bist heute noch ein Spinner, der Videos macht. Wann habe ich gemerkt, hey, Rainer. Rainer, du kannst eventuell davon leben. Du kannst damit Kohle machen. Du kannst damit was. Das ist die alte Leier.
Der erzählt immer noch, dass er YouTube angefangen hat zum Spaß für sich und seine Freunde und seine Arbeitskollegen. Und er hätte niemals damit gerechnet, dass er damit Geld verdienen könnte. Nee. Der hat sich Leute wie Gronkh oder Alblali und dergleichen hat er sich angeschaut. Und hat sich gedacht, okay, die sitzen zu Hause, spielen Spiele und labern ein bisschen. Und können davon leben. Das mache ich auch, weil da muss ich nicht richtig arbeiten. Und das ist auch der Grund, warum er mit irgendwie 50 oder 100 Abonnenten schon irgendwelche Autogrammkarten gedruckt hat und Poster und T-Shirts und so ein Scheiß. Rainer hat das nie. Diese ganze Social Media, diese ganze YouTube-Scheiße hat Rainer niemals gemacht. Weil er das geil fand. Sondern Rainer hat sich gedacht, wenn ich großer, bekannter YouTuber wäre, dann müsste ich nicht mehr aus dem Haus gehen zum Arbeiten. Und die verdienen richtig, richtig, richtig Knete dafür, dass sie zu Hause sitzen und zocken. Und er hat nicht gesehen, dass da auch sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und die Zuschauer haben ihn das spüren lassen. Dass er halt nicht der große YouTuber ist. So wie die Zuschauer halt anderen Leuten, keine Ahnung, Trimax, Monte, sonst was, spüren haben lassen, nee, das passt, uns gefällt das, was du machst. Und dann haben die Alkohol gekriegt. Und bei Rainer, der hat dann nur was Spott und Häme bekommen. Zu Recht. Weil die Leute haben tatsächlich irgendwie damit angefangen, haben gemerkt, okay, sie kriegen Erfolg und haben es dann monetarisiert. Und Rainer hat gedacht, nee, ich steig da gleich voll ein. So, ich mache jetzt einen Kanal auf und ab heute bin ich professioneller YouTuber und dann habe ich das Recht und den Anspruch darauf, dass die Leute mir Geld geben dafür. Und die Leute gesagt haben, du bist ein lächerliches Stück Scheiße und kein Mensch wird dir jemals Geld für die Scheiße geben, hat das halt in sein narzisstisches Weltbild nicht reingepasst. Reißen. Und dann habe ich das halt auch versucht umzusetzen. So. Das ist ja auch vollkommen legitim und in Ordnung. Absolut okay, ja. Nein, bei dir ist es nicht legitim und okay. Bei allen anderen ist es legitim und okay. Aber juckt halt keine Sau. Ich habe mir für meinen Kanal und für meine Videos und meine Streams und auch generell für all das habe ich mir die letzten 10 Jahre den Arsch aufgerissen. Rainer, welchen? Welchen von den 10 Ärschen hast du aufgerissen? Du hast einen Scheißdreck gemacht. Du hast dir am Anfang ein bisschen Mühe gegeben, das muss man sagen. Ja, du hast hier von wegen hier Kurzfilm der Idioten und den ganzen Scheiß, die ganzen Geschichten, wo du tatsächlich mal irgendwie am Anfang Skripte geschrieben hast und dir gewisse Charaktere ausgedacht hast und einen auf Varion gemacht hast. Sehe ich ein, da hast du wenigstens noch Mühe gegeben. Das ist nicht gut angekommen. Weil du ein Dulli bist. Und anstatt dann zu sagen, nee, ist nicht gut angekommen, offensichtlich bin ich dazu nicht geeignet, hast du einfach die Qualität runtergeschraubt von unterirdisch nach nicht mehr messbar. Weil du der Meinung warst, einfach nur für deine Person ist es wert, dir Geld zu geben. Und so ist es halt nicht. Auch wenn es nicht so ausgesehen hat. Leute, die sich wirklich den Arsch aufreißen, bei denen sieht es so aus, Rainer. Wenn du zum Beispiel Kaiser anschaust, großartiger YouTube-Kanal, werde ich auch nochmal verlinken. Großartiger YouTube-Kanal, schaut euch den an, das ist ein Österreicher. Der macht so einen Meinungsblog-YouTube-Kanal. Der hat vor ein bisschen über einem Jahr hat er noch weniger Abonnenten gehabt als ich jetzt. Und der ist jetzt bei über 100.000. Der macht richtig geilen Scheiß.
der informiert sich, der ist sympathisch und damit kannst du halt auf YouTube Geld verdienen. Du warst der Meinung, einfach nur dein fetten Grind in die Kamera halten, ist genug. Ist es nicht. Ist es nicht. Vor allem nicht, wenn du ein unsympathisches Stück Scheiße bist mit einem Charakter, den jeder auch nur bei der geringsten Berührung im Klo runterspielen würde. Ich musste gegen Hass, Abneigung, Verzweiflung und noch tausende und abertausende andere negative Zustände ankämpfen. Brandenburger Haus. Oder doch, stimmt schon, Brandenburger Haus. Ja, das ist einfach mal komplett YOLO. Lost, interessiert keinen. Alter, er weiß nicht, was YOLO heißt. Das ist so erbärmlich. Ja, du musst es halt gegen tausende Leute ankämpfen, weil du halt einfach widerlich bist. Es ist halt so, die Leute halten dich für widerlich und dann kriegst du halt die Quittung dafür. Wisst ihr, was das Geilste an der Aktion ist? Eigentlich bin ich... Das Geilste an der Aktion ist, dass du immer noch Scheiße hier hochlädst und damit immer noch Kohle verdienst. Hier oben sind irgendwie 4 Panther und eine Rose und so ein Scheiß. Dass du immer noch Kohlen damit verdienst und wenn es noch so marginal ist, hier unten stehen 1,29 Euro, das ist das Erbärmliche daran. Das ist das, was mich am meisten aufregt. Rainer, du gehörst raus aus dem Internet. Du bist der Abschaum der Gesellschaft. Punkt. Okay, Leute, ihr werdet es gespannt haben. Ich habe kurz Pause gemacht. Ich habe Hunger bekommen. Weil ich habe für 10 Minuten jetzt hier eine Stunde Material aufgenommen. Ich habe nicht damit gerechnet, ganz ehrlich, dass das so wüst wird, was der hier vom Stapel lässt. Dementsprechend haben wir jetzt ein paar Speckbrätel gemacht. Nochmal eine Häube und einen Kaffee hingestellt. Dann machen wir weiter mit dem Schmarrn. Ich habe das Kuchen gar nicht mehr gern gesehen. Und der größte. Weil der Rainer ist in Emskirchen nicht mehr gern gesehen. Warum das wohl so ist? Der Witz daran ist, meine Familie, oder besser gesagt meine Vorfahren, ja, die sind maßgeblich in Emskirchen früher beteiligt gewesen. Und das weiß kein Schwein mehr, oder es glaubt keiner. Rainer, das wissen die und das glauben die auch. Es macht es nur umso trauriger. Du hast den guten Namen deiner Familie, den deine Familie über Jahrhunderte aufgebaut hat, innerhalb von 10 Jahren so in den Schmutz gezogen, dass die Leute ein Fest gefeiert haben an dem Tag, an dem du extra ausgezogen bist. Die Familie meiner Mutter hieß Rümmler. So. Und hier in Emskirchen haben wir ein Haus, an dem laufe ich gleich vorbei. Das ist das sogenannte Freilandmuseum. Heimatmuseum. Heimatmuseum, so. Oder Freilandmuseum mit Heimatmuseum verwechseln. In dem einen wird Kunst ausgestellt, im anderen werden Eier gelegt, Digi. Und das Heimatmuseum ist das Haus meiner Urgroßeltern. Und meine Urgroßeltern waren in dem Emskirchen früher als die Mama und der Papa bekannt. Also sprich, es waren zwei Personen, die ganz Emskirchen kannte. Man muss dazu sagen, Emskirchen ist heutzutage deutlich größer. Und deswegen hast du jetzt ein Recht, dass ganz Emskirchen dich liebt, weil deine Urgroßeltern bekannt waren in dem Dorf? Nein? Wie gesagt, sorry, wenn ihr die Geräusche hört, wie ich am Fressen bin, aber ich hab Kohldampf. Nee, Rainer, läuft so nicht. Um sich einen guten Namen aufzubauen,
braucht es viel Arbeit und lange Zeit. Um diesen guten Abend wieder zu zerstören, braucht es gar nichts und sehr kurze Zeit. Und das ist, was du gemacht hast. Was du gerade hier erzählst, ist ein weiterer Beweis für deine Erbärmlichkeit. Deine Vorfahren haben in dieser Gemeinde lange und hart dafür gearbeitet, sich einen guten Namen zu etablieren. Und du hast es geschafft, innerhalb von 10 Jahren alles in Gulli runterzuspielen. Das ist der Punkt. Nur weil deine Vorfahren was Gutes hier gemacht haben, heißt das nicht, dass du deswegen automatisch Respekt verdient hast. Du musst das erhalten. Und du musst deinem Erbe gerecht werden, um diesen Respekt auch zu bekommen. Wenn du das nicht erhältst und diesem Erbe nicht gerecht wirst und so wie du einfach im Gulli runterspülst und den dicken Lur in den Arsch steckst, werden die den Respekt vor dir verlieren. Aber das hast du nicht begriffen. Aber ja, auch das ist so eine Sache. Wisst ihr? Das sind so Sachen, die hält immer so, wir wissen alles von dir. Ja, wusstet ihr, dass meine Wurzeln schon immer in einem Kirchen lagen? Und vor allem... Ja, wussten wir. Und das macht es nur noch trauriger. Meine Großeltern und meine Familie, zumindest mütterlicherseits, maßgeblich daran beteiligt war, im Kirchen aufzubauen und in dem Kirchen was zu leisten. Nö. Wie gesagt, wir wissen das und das macht es nur noch trauriger. Eine andere Sache, die übrigens nie angesprochen wird, was ich aber sehr interessant finde, ist die folgende. Hier ist übrigens das Heimatmuseum. So. Eine andere Sache, die ich bedeutend und interessant finde, ist die folgende. In einem Kirchen Scheiße gebaut haben und viel Sachschaden und alles entstanden ist im Laufe der Jahre. Ja? Es ist vollkommen okay, es ist auch verständlich, dass das die Leute ärgert. Ja? Es würde mich auch ärgern, hat mich auch geärgert, als ich hier noch gelebt habe oder halt in Schauerberg drüben gelebt habe. Aber die Sache ist die, dadurch, dass so viele Leute hierher gekommen sind, so, Leute, ich habe mich gemutet. Sorry. Was hier jetzt gleich passieren wird. Ich habe die Scheiße noch nicht gesehen. Aber was hier jetzt gerade passiert, ist folgendes. Rainer versucht jetzt zu erklären. Und wie gesagt, ich habe das noch nicht gesehen. Ich mache das jetzt hier blanco. Er wird jetzt sagen... Die Gemeinde hat so viel Geld daran verdient, dass so viele Hader hierher gekommen sind, dass sie ihm praktisch dieses Geld schuldet. Weil die Hader nicht gekommen wären, wenn er nicht gewesen wäre. Und das ist höchstgradig widerlich. Wollen wir wetten? Ganz ehrlich, ich setze was drauf. Ich würde zu gerne, kein Scheiß, ich würde zu gerne eine Statistik sehen. Läden haben ja immer Statistiken, ja? Zum Beispiel die Rewe. Oder der Netto oder andere Läden, die haben alle Statistiken. Und mich persönlich würde interessieren, wie hoch
im Vergleich, der die Einnahmen der letzten 10 Jahre sind im Vergleich zu den 10 Jahren davor. Weil ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass man im Laufe der 10 Jahre eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Jahrzehnten davor hat von den Einnahmen. Gut, natürlich muss man Folgendes bedenken. Wachstum der Ortschaft, danke für den Hut, Wachstum der Ortschaft, ne? Und auch die Tatsache, dass man man muss viel bedenken. Man muss die Ortschaft bedenken, man muss das Leben bedenken, man muss das Wachstum, das potenzielle Wachstum der Stadt bedenken oder des Dorfs bedenken. Aber man muss auch bedenken, dass es Hunderte von und Tausende von Menschen aus ganz Deutschland und teilweise sogar Österreich und Schweiz hierher gezogen hat. Und all diese Menschen haben hier, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Euro gelassen. Ja? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Rainer, scheißegal, wie viel Geld die da gelassen haben. Für 20 Mal am Tag die Bullen anrufen. Für über ein Drittel der Polizeieinsätze nur an ASB 8. Das rechnet sich nicht. Das rechnet sich nicht. Allein die Polizeieinsätze, die du provoziert hast in den letzten 10 Jahren, sind deutlich teurer als alles, was da eingenommen wurde. Das verspreche ich dir jetzt auf die Hand. Weil die ständig, die waren hier essen, dann waren sie da übernachtet, dann haben sie da übernachtet, dann haben sie da drüben eingekauft, dann haben sie da vorne eingekauft, dann haben sie da vorne eingekauft. Oh, ich bin voll der Poser, Mann. All das und noch viel, viel mehr. Und diese Sachen hätten gar nicht existiert, diese Einnahmen wären nie generiert worden. Natürlich ist letzten Endes so die Sache, man muss natürlich auch das wieder gegen die Rechnungen abwägen. Ne? Also, sprich, wie viel haben die eingenommen und wie viel wurde von den Einnahmen wieder, wie viel muss man wieder abziehen für zum Beispiel Säuberungskosten von Straßen, von Wänden, von was auch immer die wieder kaputt gemacht haben. Einsatzkosten von der Polizei, du fetter Vollidiot. Was meinst du, was die Einsatzkosten von der Polizei in den letzten 10 Jahren gekostet haben? Was glaubst du? Checkt er nicht. Checkt er einfach nicht. Wobei das ja bis heute nicht repariert und gesäubert ist und alles. Und ja, es ist halt wirklich lächerlich letzten Endes, was da alles so passiert und alles so gemacht wird, ne? Weil am Ende ist es ja so, dass die ganzen Herrschaften da einfach nicht aufhören. Ja, ich meine, ich lebe auf der Straße. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr unternehmen. Und mir geht inzwischen auch die Kohle aus. Ich muss es nochmal betonen, ich habe kein Geld mehr. Also mich freut es natürlich, wenn ihr mich jetzt alle unterstützt. Und passt auf. Da ist er wieder. Der alte Internetbettler. Ich habe kein Geld mehr. Wo soll ich das Geld herbekommen? Dieser Mann hat vor einem Jahr 70.000 Euro auf dem Konto gehabt. Nicht mehr ganz, also vor einem Jahr und 2 Wochen hat er 70.000 Euro auf dem Konto gehabt für den Schanzenverkauf. Vor 2 Monaten hat er 10.000 Euro bekommen für diese Netflix-Doku. Dieser Mann hat praktisch für das komplette Jahr 2022 90.000 Euro zur Verfügung gehabt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die 70.000 waren netto. Die 20.000 jetzt, die man Steuern ab hier nicht bezahlt hat. Also die hat er sich so eingesteckt. Aber nehmen wir mal an, er hätte Steuern bezahlt. Und nehmen wir an, er hätte sie großzügig bezahlt, zieh mal 10.000 Euro ab. Er wäre immer noch bei 80.000 Euro, die er im letzten Jahr zur Verfügung hatte. Von letztes Jahr Ende Dezember bis dieses Jahr Ende Dezember. Also ja, über das Jahr 2022. 80.000 Euro. Und jetzt
geht einmal in eure Schublade, wo ihr eure Lohnzettel reintut. Und dann rechnet mal durch, wie viel habt ihr netto rausbekommen für euren Job, wo ihr das ganze Jahr lang malocht habt, im Jahr 2022. Auf wie viel netto seid ihr gekommen? Ich kann es euch sagen, es wird wahrscheinlich irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Euro gewesen sein, weil das ist das deutsche Durchschnittsgehalt für jemanden, der angestellt ist in der 40-Stunden-Woche. Es wird irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Euro gewesen sein, es sei denn, ihr seid wirklich lucky. Sprich, ihr habt ein Viertel. Ihr habt jedes Jahr mit 40 Stunden pro Woche arbeiten ein Viertel von dem, was Rainer im letzten Jahr eingenommen hat. Und da rechnen wir, es sind nur die Netflix-Kohlen und der Hausverkauf. Da rechnen wir die ganze YouTube-Kohle noch gar nicht mit rein. Wenn wir das mit reinrechnen, kommen wir knapp auf 100.000 Euro. Sprich, da sind wir dann schon beim Fünffachen von dem, was ihr mit ehrlicher Arbeit verdient habt im letzten Jahr. Das Fünffache von dem, was ihr mit ehrlicher Arbeit verdient habt im letzten Jahr. Und dieses fette Stück Scheiße setzt sich jetzt hier vors Heimatmuseum und ins Kirchen und sagt, hier, ich brauche eure Unterstützung, weil ich habe nämlich keine Kohlen mehr. Ich habe kein Geld mehr. Der hat das Geld bekommen in einem Jahr, was ihr in 5 Jahren mit harter Arbeit verdient. Und er hat das in unter einem Jahr beim Schornstein rausgeblasen. Und bettelt euch jetzt an, dass ihr ihm eure hart verdienten Kohlen in den Arsch schiebt. Deswegen jeder einzelne von den Hurensöhnen, die hier links oben erscheinen und ihm irgendeinen Schmutz über TikTok spenden. Vollkommen lost. Vollkommen lost. Es ist widerlich. Es ist wie dieser Mann hat fürs Nichtstun, fürs absolut weniger als Nichtstun, Unmengen an Kohle kassiert und hat die Dreistigkeit, sich jetzt da hinzusetzen und um Geld zu betteln. Von Leuten, die tatsächlich ehrlich arbeiten gehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe vor kurzem, ne, das will ich jetzt hier nicht genau ansprechen, das druckt immer ein bisschen, ne, wenn ich diese Dinger kriege. Vielen Dank. Oh. Hey, ich habe schon Schnauzer, ja? Meine ist viel schöner. Es ist so. Ich habe... Dankeschön. Jetzt haut ihr aber voll raus. Dankeschön. Also passt auf, es ist folgendermaßen. Ich habe keine Kohle mehr. Ich bin blank. Bin ich. Ich habe jetzt noch für eine Nacht Hotel. Kann ich mir noch leisten, gerade so. Und dann war's das. Dann bin ich blank. Dann bin ich am Arsch. Dann bin ich... Ja, dann bin das ist der Grund, warum du jetzt streamst, oder? Ist doch so. Du hast es noch für eine Nacht Hotel und dann hast du gedacht, geh mal wieder ins Internet zum Betteln. Das ist doch der Grund, warum die Scheiße hier gerade passiert, oder? Dann bin ich gejolot. Rainer, du hast noch nie gewusst, was YOLO heißt. Dann hab ich nichts mehr. Und das auch, weil ich letzten Endes keine Videos mehr machen kann. Das Geilste... Letzten Endes machst du gerade ein Video, du dämlicher, fetter Hurensohn. Es ist wieder nicht er daran schuld, dass er jetzt pleite auf der Straße sitzt, obwohl er die Kohle gehabt hätte, um 5 Jahre, wovon fünf andere Leute 5 Jahre überleben. Die hatte er vor einem Jahr. Und weil er nicht in der Lage war, die so zu wirtschaften, dass er damit 5 Jahre lang überleben kann, sind es alle anderen wieder dran schuld. Die Hater sind dran schuld. Hier, seine Zahldudis sind dran schuld, weil sie ihm nicht genug spenden. Alle sind dran schuld, nur er nicht.
Geschichte ist das Landratsamt Neustadt. Das habe ich vor einiger Zeit schon mal angesprochen, letztes Jahr. Das Landratsamt Neustadt, die Gemeinde Emskirchen, die Gemeinde Neustadt, alle weigern sich, mich irgendwo unter... ich meine, es gab hier und da Lösungen. Ne? Man muss dazu sagen, es gab hier und da Lösungen. Das Landratsamt Neustadt hat mich zum Beispiel hier und da mal untergebracht gehabt. Aber es ist halt... Rainer? Das ist schon mehr, als jeder andere bekommt. Die Leute haben dich deswegen umgebracht. Umgebracht. Freundschaftsversprecher. Die haben dich deswegen untergebracht, weil sie ihre Ruhe vor dir haben wollten. Nichts anderes. Weil du nicht aufgehört hast, ihnen auf den Sack zu gehen. Für diese Leute ist es vollkommen wurscht, ob du heute oder morgen stirbst. Die beten um deinen Tod. Und ganz ehrlich, ich finde es eine absolute Unverschämtheit, dass jemand wie Rainer von der Gemeinde das Hotel bezahlt bekommt, damit er wie ein König leben kann, obwohl er innerhalb von weniger als einem Jahr 100.000 Euro durch den Schornstein geblasen hat. Wohingegen andere Leute, die seit Jahrzehnten am Existenzminimum rumkrebsen, von der AG geknechtet werden. Hier, wie, du willst den Job nicht annehmen, bei dem du 800 Euro netto im Monat verdienst. Damit du dann bei uns trotzdem noch aufstocken musst, nur damit du raus bist aus der Arbeitslosenstatistik. Shame on you. Aber jemand wie er kriegt die Hotels bezahlt und kriegt die Kohle in den Arsch geschoben. Check ihn nicht, begreif ihn nicht. Halt nie was Dauerhaftes gewesen. Es war immer mal für eine Woche da, mal für zwei Wochen da und dann war mal wieder sechs Wochen gar nichts. So. Das Jobcenter veröffentlicht irgendwelche, oder ein Mitarbeiter vom Jobcenter veröffentlicht irgendwelche Daten und dann weigern sie sich, mir zu helfen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ein Hater beim Jobcenter ist und den diesen Vertrag gelegt hat, danke im Übrigen, dass du gerade bestätigt hast, dass er echt war. Das hat ja damit nichts zu tun, dass du keinen Anspruch auf Hilfsgelder hast. Weil ich 1.000 Euro oder 2.000 Euro im Monat ausgeben musste, um mich irgendwo über Wasser zu halten, mir eine Wohnung zu holen, mir ein Leben zu holen, mein Leben zu leben. Das Leben, Leben, ne? Danke fürs Gespräch. Die Sache mit YouTube geht mir gebaut. Ich habe alles getan, um meinen YouTube-Kanal zu behalten. Das gleiche gilt für meinen Führerschein. Ich habe alles getan, um das zu behalten. Nein, Rainer, hast du nicht. Beim einen nicht und beim anderen auch nicht. Sag mir, was laberst du für eine Scheiße? Das kannst du nicht ausdenken. Hättest du alles getan, um deinen YouTube-Kanal zu behalten, dann hättest du nicht Scheiße auf deinem Zweitkanal hochgeladen. Hättest du alles getan, um deinen Führerschein zu behalten, dann hättest du vielleicht dich damals im Herbst 2021 darum gekümmert, möglichst schnell die MPU zu machen, als sie dir gesagt haben, du musst eine MPU machen, ansonsten zwicken wir dir den Lappen. Wenn du wirklich alles getan hättest, um das alles zu behalten, dann hättest du es jetzt noch. Okay, bei der MPU bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die MPU, wenn er gemacht hätte, hätte den Lappen trotzdem verloren, weil, ganz ehrlich, durch die MPU sind schon Schlauere durchgefallen. Aber um den ganzen anderen Scheiß, eine Wohnung kriegen und so ein Scheiß. Wenn er sich darum gekümmert hätte, wenn er 70.000 Euro genommen hätte und gesagt, hier, ich hätte gern diese Wohnung zur Miete, ich kann euch die Miete fürs ganze Jahr vorstrecken. Ich habe 70.000 Euro. Ich zahle euch jetzt die Miete fürs ganze Jahr. Darf ich da einziehen? Ja, dann hätten die ihn mit Kusshand genommen. Jeder. Scheißegal, wie fett, kreislig und asslig du bist. Nein, du hast gesagt, 40.000 Euro werden in den Ranger rausgeballert. Dann nochmal 10.000 Euro für irgendwelchen Technikschmutz. Hier VR-Brille etc. Blabla. Hier Republic of Germans. Weil du der Meinung warst, die Gemeinde wird dir schon was suchen.
Du musst mal deine Anspruchshaltung irgendwie überdenken. So ein Ding ist es nämlich. Behalten. Und dann verliere ich es, weil eine Regel gebrochen wurde, die noch nicht mehr wirklich gebrochen wurde, weil dieser Strike, den jetzt könnte man sich natürlich darauf herausreden und sagen, ja, aber du hattest ihn zu dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt, wo du ihn hattest, musstest du dich auch daran halten. Das habe ich 10 Jahre lang getan und jedes Mal wurde der Strike wieder verfallen. Und ich habe auch zwischendurch schon mal ein Video auf einem anderen Kanal hochgeladen, wo ich einen Strike hatte und da hat niemals jemand was gesagt. Nie. Ja. Dass sich da jemand drüber aufgeregt hat, das gab es nicht. Puh. Wisst ihr, ich frage mich immer, ne, warum Gesetze für alle gelten, bloß für mich irgendwie immer durchgesetzt werden. Ich meine, Rainer, wir fragen uns seit Jahren, warum Gesetze für alle gelten, aber offensichtlich für dich nicht. Das ist das große Problem. Digga, du hast so oft gegen alle möglichen Gesetze verstoßen. Wir fragen uns seit Jahren, warum jemand, der 3-mal zur Bewährung verurteilt wurde, nochmal ein 4. Mal eine Bewährung kriegt. Obwohl er jedes Mal dieselbe Scheiße gebaut hat. Wir fragen uns, warum du nicht schon lange im Knast sitzt, weil du auf Bewährung warst wegen gefährlicher Körperverletzung und nochmal wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde. Du stellst es jetzt hier so hin, als wäre das komplette System irgendwie unfair dir gegenüber. Alles ist darauf ausgelegt, nur den armen Rainer zu knechten. Andersrum wird ein Schuh draus. Bei der ganzen Scheiße, die du dir schon geleistet hast, wären andere Leute schon lange im Knast gelandet. Und du bist ganz, ganz, ganz oft einfach glücklich davon gekommen, weil du dich als armes, armes Mobbing-Opfer hingestellt hast. Eigentlich hättest du schon lange im Knast landen sollen. Eigentlich hätte dein Scheißkanal schon vor Jahren gelöscht werden sollen. Dass es erst jetzt passiert ist, das ist die Ungerechtigkeit. Nicht, dass es passiert ist. Wenn man es mal vom gesetzlichen Standpunkt ansieht, ich verstehe bis heute nicht, warum Tausende und Abertausende von Hatern über ein Jahrzehnt vor meiner Tür stehen konnten und vor meiner Tür randalieren konnten und Scheiße bauen konnten vor meiner Tür. Nee, die waren halt nicht diejenigen, die die Scheiße gebaut haben. Nee, da waren Leute, die standen auf einer öffentlichen Straße, vollkommen zu Recht. Und das ist halt nicht strafbar, Rainer. Ohne, dass denen was passiert ist. Und dann fahre ich durchs Land und Leute gehen mir wieder auf den Sack, obwohl ich denen gar nichts tue. Ich habe nicht mehr Videos und Streams gemacht und trotzdem werde ich angegriffen. Es ist momentan einfach so, ich muss irgendwo schauen, dass ich mein Leben wieder auf die Reihe krieg. Du müsstest seit über 10 Jahren schauen, dass du mal dein Leben auf die Reihe kriegst. Du hast dein Leben nicht mehr auf der Reihe gehabt, seitdem Rudi nicht mehr da ist, dass er dir beim Arsch und beim Knack packt und mit dem Gesicht in die Scheiße drückt. Seitdem hast du dein Leben nicht mehr auf der Reihe gehabt. Die größte Tragödie, die jemals in deinem Leben passiert ist, ist der Tod deines Vaters gewesen. Und zwar nicht aus demselben Grund, warum das für alle anderen Leute eine große Tragödie wäre, sondern nur aus dem Grund, weil es die einzige Person war, die dich irgendwo unter Kontrolle hatte. Wenn der heute noch leben würde, hätte der damals, der hätte gepackt beim Arsch und beim Knack und hätte dich hingeschleift zum nächstbesten Späßel von Erben, der irgendeine Firma hat, sagt, hey, ihr braucht so einen Deppen, für die Deppen arbeiten, mein Bruder ist Adep, bitte nehmt's, gibt's ihm 2,50 Mark dafür. Fertig. Und wenn's Hormkämmer wärst und er sich beschwert hätte, da wahrscheinlich aber Watschen geben und das vollkommen zurecht. Weil, Rainer, es tut mir fürchterlich leid,
Aber du bist halt der Depp und was anderes wie Deppenaufgaben wirst du in deinem Leben nicht mehr ausüben können. Es muss heute ein Blödeleid geben. Du hast die Wahl, entweder du machst die Arbeiten für Blödeleid oder du machst Hartz IV. Punkt. Mein Leben ist auch nur deswegen aus den Fugen, weil die Hater mein Leben zerstört haben. Ja? Rainer, dein Leben ist deswegen aus den Fugen, weil du es selber gegen die Wand gefahren hast. Ich bin jetzt keiner, der sich hinsetzt und rumholt. Die Hater sind so böse. Okay, der kam unerwartet. Schaut euch den Geburtstagsstream nochmal an. Ich habe da auch ein Video drüber gemacht. Eins von meinen Klassik-Videos. Hier, der 30. Geburtstag. Schaut es euch nochmal an. Da ist ja niemand, der sich da hinsetzt und rumheult. Oh, die Hater sind so böse. Ne? Wissen wir Bescheid. Ich habe auch Scheiße gemacht. Habe ich, definitiv. Das will ich gar nicht abstreiten. Doch, das streitest du permanent ab. Du verharmlost das immer. Und Steine auf Autos zu schmeißen und Leuten mit einer Taschenlampe eins über die Rübe zu ziehen, ist halt nicht irgendwie, sind ja keine Lappalien. Ich habe falsch reagiert in vielen Situationen. Auch wenn man sagen muss, dass ich in vielen Situationen verständlich reagiert habe. Nein, hast du nicht. Deswegen bist du verurteilt worden. Nur du glaubst, dass es verständlich ist, Steine auf Autos und auf Menschen zu werfen. Leute mit Taschenlampen zu vermöbeln. Mit Pfefferspray auf Leute zu schießen. Nur du glaubst, dass es verständlich ist. Wäre das verständlich, wärst du nicht verurteilt worden deswegen. Nicht in allen, aber in vielen. Ich meine, wenn Leute zu mir aufs Grundstück kommen und mich angreifen... Die waren nie auf deinem scheiß Grundstück, du Arschloch! Die sind vor deiner scheiß Haustür gestanden, draußen auf der Straße, auf öffentlichem Gelände. Mein Privatleben angreifen, meine Existenz und den restlichen... Das Rest... Den Reststück an Freiheit, ja? Die restliche Freiheit, die ich besitze, noch komplett angreifen und meine komplette Freiheit, mein letztes Stückchen Freiheit... Ja, ist halt in dem Moment weg, in dem du die Leute zu dir einlädst. Und ich rede jetzt nicht von dem Trau-Durch-Konsumier-Video. Sondern ich rede von diesem ganzen anderen. Ja, komm doch her, hier, die würden sich das niemals trauen, wenn sie mir gegenüberstehen würden. Findet mich doch, ihr Haterlein, diese ganze Scheiße. Die Leute sagen immer, ja, der hat zwar damals Trau-Durch-Konsumier gesagt, aber deswegen rechtfertigt das nicht, dass man über 10 Jahre lang da aufschlägt. Er hat es halt währenddessen über die 10 Jahre immer wieder gemacht. Ja, natürlich provoziere ich die, dass die hierher kommen, weil dann kann ich hier mich als Opfer darstellen und dann kriege ich mehr Kohle. Er hat über 10 Jahre immer wieder gesagt, ja, kommt doch hier, mach doch hier, bla bla bla. Und dann sind die gekommen, dann heißt es, oh, warum kommen die denn zu mir? Halt dein Maul. Halt dein Maul. Mit meinem Grundstück damals noch komplett ignorieren. Sorry, aber ich kenne Leute, die hätten die dafür um die Ecke gebracht. Ja, hättest du gemacht. Hättest du gemacht, oder? Weil du so ein harter Junge bist. Leute um die Ecke bringen. Hier, Drachenmafia und so. Don Drache. Arsch. Ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Und zwar Halt's Maul! Halt dein Maul. Fick dich. Fick dich und alles, wofür du stehst. Ganz ehrlich, halt einfach dein dummes Maul. Zieh eine Sozialwohnung. Beantrage Stütze und lass die Welt in Ruhe. Du bist der Abschaum des Planeten. Und dafür kriegst du die Quittung. Ohne jetzt irgendjemanden auf dumme Ideen zu bringen. Es gibt auch sehr viele, die zu mir gesagt haben, dass sie Leute um die Ecke bringen würden, wenn die sowas mit denen gemacht hätten, was mit mir abgezogen wurde. Ja, ja. Wir gucken wieder irgendwo in die Ecke, ist alles gelogen. Deswegen, ich raff das nicht, das ist für mich... Rainer, mit den Sachen, die du nicht raffst, Alter, da kannst du richtig, richtig viel Knete machen. Das ist für mich außerhalb der Norm, das ist außerhalb der Spur für mich.
Ja, und das Geilste ist, ich habe jetzt, ich will wie gesagt nicht zu viel davon sagen, ich bin schon wieder abgeschweift. Ich habe mir jetzt eine andere Methode überlegt, wie ich Geld verdienen könnte. Das ist eine Idee, die hatte ich schon vor 10 Jahren oder. Prostitution. Mit der Denkerpose. Großes Kino. Vor 15 Jahren. Nicht, weil ich das nötig hatte, sondern einfach. Natürlich nicht. Natürlich nicht, weil du es nötig hattest. Rainer, nur weil du es nötig hattest. Und ganz ehrlich, die Preise, die du dafür aufgerufen hast, ich habe es in meinem letzten Video erwähnt, die sind, also utopisch ist kein Wort mehr dafür. Einfach weil ich Interesse dran hatte. Ja, ich sagte ja, der Bart ist unpraktisch. Ich reiße mir hier ständig Oh, vielen Dank. Ich reiße mir hier ständig an meinem Ding die Sachen ein. Ja, am Ding die Sachen ein. Keiner gepflegten Bart. Läuft das. Und all das ist total Banane. Es ist total neben der Spur und alles. Ja. Letzten Endes ist es halt einfach. Letzten Endes. Er wollte jetzt gerade von seinen Prostitutionsgeschichten reden. Jetzt ist er schon wieder abgeschweift. Rainer, kein Mensch auf dieser Welt zahlt 5.000 € für einen Tag mit dir. Geschweige denn 36.000 € für eine Woche. Nicht mal die 1.500 € für 5 Stunden. Niemand bezahlt das. So, ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich weiß morgen nicht, wo ich schlafen soll. Ja? Ich hoffe, du schläfst unter der Brücke und frierst so richtig. Ich hoffe wirklich, du schläfst unter der Brücke und frierst so richtig. Es ist jetzt 14:45 in der Nacht und ich hoffe, dass du gerade irgendwo unter der Brücke liegst und dir mindestens zwei von deinen 20 Ärschen abfrierst. Weil du Abschaum bist. Rainer, du bist absoluter Abschaum. Und ich bin normalerweise kein Mensch, der auf anderen Leuten rumhakt oder der grundlos irgendwie hasserfüllt anderen Leuten gegenüber ist. Aber dir wünsche ich das denkbar Schlechteste. Ich hoffe, dass du wirklich, wirklich eine ganz beschissene Nacht hast. Dass du leidest, dass du frierst, dass du geknechtet wirst zu einem Punkt, an dem du dir denkst, okay, nein, ich gebe jetzt auf. Ich werde jetzt Hartz IV beantragen, in eine Sozialwohnung ziehen und den Rest meines Lebens mein dummes, fettes, verabscheuungswürdiges Maul halten. Und niemand mehr auf die Eier gehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist alles. Zum Teufel geh kannst du, wenn es nach mir geht. Ist mir vollkommen wurscht. Hauptsache nicht ins Internet. Keine Ahnung, das ist alles abseits von der Norm. Und das ist auch so, das ist auch so komplett out of real. Also das ist so komplett. Euer out of real, halt dein dummes Maul. Ich verstehe das nicht. Das ist. Du verstehst überhaupt nichts. Du hast in deinem ganzen Scheißleben noch nie irgendwas verstanden. Wenn du was verstanden hättest, dann hättest du vor 10 Jahren diesen Scheißkanal niemals aufgemacht. Danke schon. Das ist so komplett abseits von aller Realität. Ich meine, mein Leben ist für die Hater ein Spiel. Für viele Zuschauer ist es ein Film. Und für den Rest ist es einfach nur das, was es wirklich ist. Krank. Ja. Ich meine, schaut euch das mal an. Ich bin ein Typ, ja. Ich bin in der Arbeiterklasse geboren. Ich bin in der Arbeiterklasse aufgewachsen. Nein, Rainer, du bist das behinderte Kind von der behinderten Bauern. Das ist es. Du bist nicht in der Arbeiterklasse geboren. Ja, dein Vater hat malocht sein ganzes Leben. Aber das kannst du nicht auf dich ummünzen. Du kannst nicht die Arbeit, die dein Vater gemacht hat oder dein Großvater gemacht hat, für dich beanspruchen und sagen, ja, bin ich jetzt Arbeiterklasse. Du bist Arbeiterklasse dann, wenn du arbeitest. Und du hast in deinem ganzen Scheißleben nie wirklich gearbeitet. Also halt dein dummes, fettes Schandmaul und verpiss dich in die Drecks Unbedeutung, wo du hingehörst. Und ich habe sehr viel in der Arbeiterklasse geziert.
Ich habe versucht, aus meinem niederen Leben, aus meiner niederen Existenz rauszukommen. Ich habe versucht. Und du hast dich in eine deutlich niedere Existenz reingearbeitet. Versucht, mehr aus dem zu machen, was ich habe. Ich habe versucht, mehr daraus zu lernen und mehr daraus zu können, als ich hatte. Ja, und du hast grandios versagt, weil du ein dämlicher, fetter Hurensohn bist. So. Und ich habe das bis zum gewissen Grad auch geschafft, bis auf die Vollidioten, die mich angegriffen haben. Nein! 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 Du hast gar nichts geschafft! Die Vollidioten, die dich angreifen, wie du es jetzt sagst, in Anführungsstrichen, sind das Einzige, was du geschafft hast. Das Einzige, was du geschafft hast, ist, dass sich hunderttausende Menschen hassen. Das ist alles, was du geschafft hast. So. Und dann gibt's, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte und Aberhunderte von Hatern, ja, die einfach der Meinung sind, dass ich ein Spasti bin, dass ich ein Idiot bin, dass ich... Die haben halt auch recht, du bist halt ein Spasti. Du bist schlimmer als ein Spasti. Ein Spasti kann nichts dafür. Ein Spasti kann nichts dafür. Du hast attestiert bekommen, dass du zwar eine unterdurchschnittliche Intelligenz hast, aber noch genug, um auf die Menschheit losgelassen werden zu können. Offensichtlich. Also du bist nicht so dumm, offiziell nachgewiesen, dass du für deine Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden kannst. Aber du bist offensichtlich so dumm, dass deine Handlungen verabscheuungswürdig sind. Also bist du verabscheuungswürdig. Punkt. Dass ich hirnlos bin, dass ich bin. Es mag in vielerlei Hinsicht stimmen, wenn es ums Schriftliche geht. Es mag um vielerlei Punkte gehen, wenn es um darum geht, mich schriftlich auszudrücken, mich schriftlich zu artikulieren. Aber ich bin jemand, wenn man mit mir, das haben auch schon mehr zu mir gesagt, wenn man mit mir mehr als mal ein paar Minuten redet, dann hat man auch durchaus das Gefühl, dass du komplett lost bist. Jenseits von Gut und Böse und einfach nur in die Klapse gehörst. Begriffen, dass ich kein hirnloser Spacko bin. Wie nein, doch, genau das bist. Du bist ein hirnloser Spacko. Danke, dass du es selber gesagt hast. Viele von mir behaupten, so. Warum sollte man das auch glauben? Weil Letzten Endes, warum sollte man das glauben? Soll ich jetzt anfangen, die Scheiße aufzuzählen? Ja, dass in Wien Leute sterben, ist halb so wild. Das ist, bei mir sind heute früh Leute gestanden, die haben Herr Winkler gerufen. Das war viel schlimmer. Es ist nämlich so, dass es letzten Endes... Letzten Endes kickt gerade wieder die Paranoia. Immer darauf hinauslaufen wird, dass die ständig irgendwelchen Scheiß bauen. Ich meine, ich habe mein Leben lang niemanden angegriffen, außer wenn es sein musste und ich mich verteidigen musste. Wir wissen es. Ich rede, ja. Wenn ich in einer Situation war, in der ich mein Leben, meine Existenz, meine Freiheit oder zumindest den Anschein von Freiheit, weil ich persönlich bin heutzutage... Rainer, bitte, tu mir den Gefallen, hör mit der Scheiße auf. Hör jetzt einfach, ich habe den Mist tausendmal gehört und er hängt mir wirklich beim Hals raus. Rainer, bitte, tu mir den Gefallen und friss dich endlich in ein frühes Grab. Geh zum Beck, nimm alles, was du noch hast, den Rest Kohle, und sag, gib mir das Zuckerlastigste, was es gibt, und ich baller mir das jetzt rein. Und dann schiebst du dir in 5 Minuten alles rein, mit Gewalt. Mit Gewalt, und schneid davor am besten irgendwo, keine Ahnung, draußen die Telefonleitung durch, dass sie Notarzt nicht rufen können. Mach bitte endlich ein Ende. Das ist lächerlich, was du gerade hier lachst. Es ist wirklich auf einem Level lächerlich. Ich kann mir die Scheiße nicht mehr anhören. Ich bin der Netterjenige, alle anderen sind die Bösen. Bla, 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 bla. Geh sterben. Fick dich. Ich bin der Meinung, dass wir alle in also nicht in Freiheit leben. Und
ja, dass wir nur in einem Anschein von Freiheit leben. Aber selbst der wurde mir ewig lange genommen. Auch der wurde mir ständig von irgendjemandem in Abrede gestellt. Und Rainer, deine Freiheit endet da, wo sie die Freiheit anderer beeinträchtigt. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. So, weißt du? Ja, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Nichts am besten. Nichts. Halt einfach dein dummes, fettes Schandmaul. So, nochmal vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung, du fettes Stück Scheiße. Entschuldigung. Hör auf, dich zu entschuldigen. Wir wissen alle, dass du es nicht ernst meinst. Ah, dieser Husten. Ja, es ist letzten Endes einfach eine Tat. Letzten Endes! Sache, dass ich eigentlich niemandem was tun wollte. Ich habe auch nie jemandem was getan. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du hast ja nie irgendjemandem was getan. Du hast ja nie irgendwelchen Frauen ungefragt irgendwelche Pimmelbilder und Wix-Videos geschickt. Hast du ja nie gemacht. Ja, wenn du sowas gemacht hast, wäre natürlich moralisch stark verwerflich. Und auch. Weiß nicht, gerichtlich relevant. Aber hast du ja nie gemacht, oder? Hast du nie irgendwas Schlimmes gemacht? Außer vielleicht irgendwie Minderjährige sexuell belästigt oder sowas. Hast du ja auch nie gemacht. Du widerliches, fettes Stück Scheiße. Du Abschaum der Gesellschaft. Du bist krank und widerlich und du gehörst definitiv irgendwo eingesperrt. Außer wenn es nicht anders ging und wenn man mich dazu gezwungen hat. Und ich habe es niemals gern getan, egal in welcher Situation. Aber was habe ich jetzt davon? Ja? Ich meine, ich stehe alleine. Ich meine, gut, ich stand immer irgendwo alleine. Rainer, stehen ist bei dir schon lange nicht mehr angesagt. Auf diesen Elefantentretern stehen ist definitiv nicht angesagt. So. Aber es ist nach wie vor eine Tatsache, dass ich. Ich bin halt einfach immer allein. Ja. Und du bist halt auch leider immer selber dran schuld. Mit meinem Zeug. So. Ich meine, es gibt hier und da Leute, die mich hier und da mal unterstützen. Ich meine, mir hat neulich eine wildfremde Frau einfach mal ein paar Euro zugesteckt. Ich weiß gar nicht, 30, 40 Euro waren das. Einfach eine fremde Frau, die mich einfach so von YouTube her oder von meinen Videos oder Streams oder so kannte, hat mir einfach mal ein bisschen Geld zugesteckt und ich so. Ja, der ist halt nicht mehr zu helfen. Also solche Leute müssen zurückgelassen werden. Die diesem fetten, schmarotzenden Stück Scheiße auch noch Geld zustecken. Ganz ehrlich, dieser Mann gehört zum absoluten Bodensatz an Abschaum der Gesellschaft. Und jeder, der dem irgendwie Geld zukommen lässt, muss auch zurückgelassen werden. Geht nicht mehr. Geht einfach nicht. Wow, vielen Dank, passt schon. Ich meine, ich konnte es brauchen. Und die hat aber gemeint, nee, ich soll das wirklich nehmen, so. Sie hat das mitbekommen und so. Und sie findet das eine absolute Frechheit und einen absoluten Graus, was da alles passiert. Und wie die Leute mich behandeln, das kann. Die arme, naive Frau, also wenn sie recht wirklich und tatsächlich gibt, ja. Ist natürlich immer noch die Möglichkeit, dass sie sich die Story jetzt gerade massiv aus dem Arsch zieht. Aber wenn es diese Frau tatsächlich wirklich gibt, dann. Die arme Frau. Kann absolut nicht wahr sein. Und das ist absolut nicht normal. Das ist nicht schön. Das ist echt asozial. Und ich sollte das wirklich nehmen, weil, ja, indem ich einfach unterstützen wollte in dem Moment. Ja, je mehr erzählt, glaube ich, umso weniger, dass die Frau tatsächlich existiert. Moment. Und klar, ich meine, hallo, ich konnte das super gebrauchen. Waren wieder, keine Ahnung, zwei warme Mahlzeiten oder so. Oder auch mal eine halbe Übernachtung. Ich meine, Digga, 60 Euro sind bei dir zwei warme Mahlzeiten? Willst du mich verarschen? In welchem scheiß Restaurant hast du die Scheiße ausgegeben? Digga, ich hab selber mal von Hartz IV gelebt.
Mit 60 Euro, das war ein Drittel von dem, was ich zum Fressen hatte für den kompletten Monat. Das waren nicht zwei warme Mahlzeiten. Das waren eineinhalb Wochen warme Mahlzeiten. Du fetter Hurensohn. 60 Euro, zwei warme Mahlzeiten, fick dich doch ins Knie. Eine halbe Übernachtung, weil es meistens um die 80 bis 90 Euro kostet. Dazu muss man auch sagen, dass ich natürlich am Anfang, viele sagen so, ja, du lebst wie der Scheich, weil du in einer 100 Euro, 200 Euro Pension lebst. Nein. Es liegt daran, dass ich mir einfach eine billigere nicht nehmen kann, weil man mich einfach in eine billige nicht aufnimmt, weil ich in denen schon tausendmal war. Vielen Dank für das Zepter. Ich war anfangs immer in billigen Pensionen, auch aus dem Grund, weil ich natürlich langfristig... Ja, klar, dieses Movono Hotel in Frankfurt war das Billigste, was hergegangen ist. Erzähl mir das bitte. Erzähl mir, dass das die billigstmögliche Unterkunft war, die hergegangen ist. Einen Moment, ich schau mal schnell nach. Mach mal schnell Pause, sind wir gleich wieder da. So, da sind wir wieder, hat mich 10 Sekunden googeln gekostet. Movon Hotel Frankfurt, billigste Übernachtung sind 80 Euro. Wissen wir Bescheid? Ich wohne auf dem Land und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es hier Pensionen gibt. Und die wird es bei ihm auf dem Land auch geben. Die kriegst du ab 40, 45 Euro, also knapp für die Hälfte pro Nacht. Er will uns jetzt erzählen, er ist ja immer in den günstigsten Geschichten abgestiegen, um seine Kohlen zusammenzuhalten. Er ist nicht daran schuld, dass er derjenige ist, der jetzt pleite ist. Nein, der hat einfach Kohlen in der Hand gehabt und die haben ihm mal ein Loch in die Hosentasche gebrannt und haben ihm am Fenster rausgeschmissen werden müssen. So ein Ding ist das nämlich. Und auch da, wo ihm dann die Gemeinde noch Kohlen gegeben hat, hätte er günstiger unterkommen können. Wollte er halt nicht. Er wollte das halt nicht. Er war der Meinung, ihm steht das zu. Geplant hatte und gedacht hatte, ja, ich muss irgendwie zurechtkommen und ich muss irgendwie schaffen, da, keine Ahnung, jahrelang mit zu leben. Also muss ich es auch irgendwie hinbekommen. Rainer, du fettes Stück Scheiße. Von dem Geld, was du für den Hausverkauf und für die Netflix-Scheiße gekriegt hast, leben andere Leute 5 Jahre. Das sind andere Leute, die arbeiten gehen. Ja, die von diesem Geld, von dem sie 5 Jahre leben, Sachen bezahlen wie den Sprit oder die öffentlich-rechtlichen Verkehrsmittel, um in die Arbeit zu kommen und zurück. Ihre Fixkosten regeln müssen, etc., etc., etc. Und du hast es geschafft, das in weniger als einem Jahr aus dem Fenster rauszuschmeißen. Wovon andere Leute, die dafür schwer arbeiten und schuften müssen, 5 Jahre auskommen. Es gibt keinerlei Entschuldigung. Gar keine dafür, dass du jetzt pleite bist. Überhaupt keine. Außer deine eigene Dummheit. Dass ich da, muss ich es irgendwie auch hinbekommen, dass ich da auch, sagen wir mal, in 3 Wochen noch Geld habe. Und das war übrigens auch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch YouTube gemacht habe. Ne? Also ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht nur Geld, sondern ich hatte auch noch meinen YouTube-Kanal, wo ich mein Geld verdient habe. Und man kann mir halt auch nie sagen, oder man konnte mir halt nie vorwerfen, ich meine, jetzt mittlerweile kann man mir das vorwerfen, aber man konnte mir halt nie vorwerfen, dass ich gebettelt habe. Ja? Oder mir platzt jetzt gleich der Sack vor Hass. Mir konnte mir nie vorwerfen, dass ich gebettelt habe. Und dazu schaut euch diese kreisliche Fettfresse an. Rainer, du hast schon immer gebettelt. Du hast schon immer gebettelt. Ja, erstmal mehr Unterstützung hier. Und wenn jetzt nicht mehr Unterstützung kommt, dann machen wir halt keinen Stream mehr. Das hast du vor Jahren schon gemacht, schon zu Juno-Zeiten. Ist immer gebettelt worden. Gebettelt, gebettelt, gebettelt. Ja, ich brauche mehr Unterstützung, weil ich bin zu blöd gewesen, meine Stromrechnung zu bezahlen. Oh, ich bin zu blöd für dieses, ich bin zu blöd für das und ihr müsst es dafür bezahlen.
Und jetzt battlest du dreimal so stark. Weil es gibt nämlich keine Chance mehr. Wurde mir zwar viel vorgeworfen, aber das konnte man nicht. Weil ich habe meine Videos gemacht, ich habe meine Streams gemacht, ich habe mich jeden Tag Nein, deine Videos und deine Streams waren die Bettelei. Willst du mich komplett verarschen? Das war die Bettelei. Ich habe nicht gebettelt, ich habe nur Videos und Streams gemacht, in denen ich gebettelt habe. Ja, halt dein Maul. Fick dich. Letzten habe mindestens eine halbe Stunde aufgenommen für Videos und Streams, habe eine halbe Stunde aufgenommen für Gaming-Sachen oder eine Stunde. Boah, krass, du hast 2 Stunden am Tag aufgenommen und bist der Meinung, davon kann man Lebensunterhalt bestreiten, oder? Weil du noch nie richtig gearbeitet hast. Du bist noch nie in der Situation gewesen, dass du gesagt hast, nee, ich muss jetzt hier diese Schichtarbeit machen. Ich muss jetzt hier Nachtschichten machen, obwohl ich lieber bei meinen Lieben wäre. Ich muss jetzt hier 12 Stunden von zu Hause weg sein und mal lochen, obwohl ich mich eigentlich lieber um meine Familie kümmern würde oder um meine Haustiere oder um sonst was. Ich muss hier 230 Stunden im Monat mal lochen, weil ich ansonsten halt einfach irgendwie meine Wohnung oder mein Haus oder sonst was nicht mehr da halten kann. Die Situation hattest du nie. Du hast den ganzen Scheiß in den Scheiß-Schoß geworfen gekriegt. Deinem Scheiß-Erbe. Du kriegst die Scheiß-Schanze und dann noch ein paar 10.000 Euro obendrauf. Und was du gemacht hast, ist das alles beim Fenster rausschmeißen, alles verkommen lassen, alles runterkommen lassen. Und jetzt hockst du, dann hast du es verschleudert. Die Kohle, die du fürs Verschleudern bekommen hast, hast alles verbrannt. Und jetzt hast du die Dreistigkeit, dich da hinzusetzen und dich als Opfer hinzustellen. Weil ich bin der arme kleine Drachenlord und mir hat nie irgendjemand irgendwas gegeben. Und ich habe ja immer so hart für alles gearbeitet, weil ich habe mich eine halbe Stunde lang am Tag vor meinen scheiß Rechner gesetzt, meine Kurzpause vom Wichsen gemacht und den Leuten erzählt, was für ein dummer Hurensohn ich bin. Willst du mir das echt erzählen? Digga, wenn du mir mal über den Weg läufst, ich sag's dir, dann klatscht's aber kein Beifall. Stunde und oder ich habe einfach mal jeden Tag 2-3 Stunden gestreamt, vor allem zu der Zeit auf YouNow, habe ich jeden Tag, teilweise jeden Tag gestreamt. Also ich habe was getan für mein Geld. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, man kann das nicht vergleichen mit zum Beispiel jemandem, der 12 Stunden arbeiten geht. Das kann man nicht vergleichen. Ist richtig, das kann man nicht vergleichen. Aber das hast du verglichen. Weil du nämlich gesagt hast, solche Leute, deren Arbeitstag, den könnte man gegen deinen, quote und quote, in die Tonne treten. Weil du ja 24 Stunden am Tag arbeitest, weil Rendern und Hochladen so harte Arbeit, Erzettler, ist. Digga, mir platzt wirklich gleich ein Ei vor Hass. Du hast einen Scheißdreck getan. Du hast 10 Jahre lang Geld aus dem Arsch geblutet, weil du nicht in der Lage warst zu arbeiten oder irgendwas für die, Nützliches für die Gesellschaft zu tun und einfach nur dein Erbe verholzt hast. Und jetzt setzt du dich hier hin und hast die Anspruchshaltung, dass dir die Leute irgendwie dein Lotterleben finanzieren. Leider nein, leider gar nicht. Läuft nicht, du Arschloch. Es läuft nicht. Und von der Pornoscheiße zahlt ja schon dreimal keiner was. Und wenn du glaubst, dass tatsächlich irgendjemand genauso hirnamputiert wäre, dir 36.000 Euro für eine Woche deiner Gesellschaft zu bezahlen, dann bist du noch dümmer, wie ich überhaupt gedacht habe. Gib auf! Halt dein dummes Maul, lösch all deine Social-Media-Kanäle, zieh in irgendeine Sozialwohnung und bezieh Stütze und halt einfach nur die Schnauze. Leb deine minderwertige Existenz vor dich hin, aber hör auf, andere Leute damit auf den Sack zu gehen. Weil jemand, der 12 Stunden arbeiten geht, verdient meiner Meinung nach genau das Gleiche, was ich mit 3 Streams in einer Stunde verdiene. Also 3 Streams jeweils eine Stunde. Ja? Das verdient er mit 12 Stunden Arbeit genauso. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist nun mal vom Berufswesen her, vom finanziellen, von der finanziellen... Es ist von der Bezahlung her einfach ein anderes System. Man verdient halt einfach mehr damit. Oder man kann damit mehr verdienen. Aber man muss jetzt auch mal dazu sagen, ich habe nicht einen Arbeitgeber, ich habe 100.000 Arbeitgeber. Und zwar jeden meiner Zuschauer, meiner Videos, also jeden... Nein, wenn das alles deine Arbeitgeber wären, dann hättest du die
Scheiße schon lange in die Tonne treten können. Frag mal jeden, der tatsächlich Arbeitnehmer ist. Oder auch die Leute, die selbstständig sind. Ob die ihre Chefs oder ihre Kunden als Hurensöhne bezeichnen können und danach noch Geld kriegen. Frag die mal. Du wirst niemanden finden, der seinen Chef zweimal als Hurensohn bezeichnet hat und immer noch angestellt ist. Keinen. Du wirst auch keinen finden, der seine Kunden zweimal als Hurensohn bezeichnet hat und immer noch im Geschäft ist. Jeder, der meine Videos schaut, ist mein Arbeitgeber. Jeder, der meine Livestreams schaut... Aber so behandelst du die nicht. Du behandelst die wie Abschaum. Die Leute, die deine Videos geschaut haben, behandelst du wie Abschaum. Schon seit eh und je. Und die gesagt haben, hey Rainer, das, was du denn machst, ist scheiße. Mach doch bitte das und das. Dann hast du gesagt, ja, ihr habt doch keine Ahnung. Ihr seid doch alle Wichser. Ja, ihr seid alles Hater. Leckt mich am Arsch. Ich mach hier, was ich will. Hier rechts oben ist der X-Button, ne? So hast du auf deinen angeblichen Arbeitgeber reagiert. Und jetzt wunderst du, dass du da sitzt und keine Kohlen mehr hast. Ja, sag mal, hat dir jemand ins Gehirn geschissen? Ins Gehirn? Hahaha. Und damit, also jeder, der es schaut, ist ein Arbeitgeber, aber jeder, der zum Beispiel, wie heißt das? Aber jeder, der zum Beispiel, die Leute, die jetzt hier spenden und hier Donates raushauen, ihr seid dann natürlich noch die bessere Donations, du Bastard. Arbeitgeber, weil ihr natürlich auch noch Kohle dafür raushaut. Und ich sag's jetzt mal so, ne, ihr müsst mal folgendermaßen denken. Ja, denkt mal. Ihr habt einen Menschen, ja, nur einen einzigen. Dieser Mensch hat gar nichts. Ich rede nicht von mir. Ne? Muss man dazu sagen, ich rede nicht von mir. Ich rede wirklich von einem Obdachlosen oder so. Ne? Rainer, du bist ein Obdachloser, der nichts hat. Warum redest du dann nicht von dir? Du kannst ja genauso gut auch von dir reden. Nehmen wir mal an, es ist ein Mensch, der ist obdachlos und hat gar nichts. Aber er redet nicht von dir. Er kann doch genauso gut von dir reden, weil du bist ja obdachlos und hast nichts. Der hat nichts. Er hat nichts. Er hat, wenn es hochkommt, 2 Cent im Geldbeutel. Das ist schon wieder ein Hater. Und er fährt mit dem Handy am Steuer. Jeder, der vorbeifährt mit dem Handy in der Hand, ist ein Hater. Danke fürs Gespräch, Alter. Niemand hat mit dir gesprochen, du fetter Hurensohn. Wie wär's, wenn du mal Auto fahren lernst? Ja, der kann wenigstens noch Auto fahren, weil er hat nämlich einen Führerschein. Im Gegensatz zu dir, du Abschaum der Menschheit. Solche Leute dürfen Auto fahren und... Und du nicht, und zwar zu Recht. Mir nehmen sie meinen Führerschein weg, weil... Zu Recht. Weil ich Leute von meiner eigenen Haustür verprügelt habe, die mich angegriffen haben und mir auf den Sack gegangen bin. Auf den Sack gegangen bin. Das ist richtig. Du hast Leute verprügelt und hast dafür deinen Führerschein verloren. Zu Recht. Danke fürs Gespräch, Alter. Ja, bitte, gerne fürs Gespräch. Also. Ich würd mich gerne mal mit dir unterhalten. Ganz ehrlich, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. In einem Raum ohne Zeugen. Das ist echt. Da fragt man sich wirklich, weißt du, der fährt. Da fragt man sich, du Grammatikkrüppel. Der fährt so fährt er Auto. Also, sorry, aber das geht halt gar nicht, ne? Hier, es geht überhaupt nicht, hier irgendwie mit irgendeinem Ding in der Hand Auto zu fahren. Außer man ist du und filmt sich beim Autofahren mit einer Hand, während man irgendwie in der Früh zum Bäck fährt und sich irgendeinen Zuckerschmutz kauft. Dann ist alles vollkommen in Ordnung und dann kann man es überhaupt nicht verstehen, warum einem die Bullen deswegen auf den Sack gehen. Und da fährt der Nächste vorbei mit dem Ding. Alle Leute, die vorbeifahren, alles Hater. Der setzt sich mitten in Emskirchen hin und alle, die vorbeifahren, sind alles Hater. Ja, das ist das, was ich meine. So, weißt du, mir haben sie den Führerschein genommen, weil ich mich über Leute aufgeregt habe oder weil ich Anzeigen hatte wegen gefährlicher Körperverletzung von meiner eigenen Haustür, wo Leute... Nein, die haben sie den Führerschein nicht genommen, weil du Anzeichen hattest wegen gefährlicher Körperverletzung. Die haben den Führerschein genommen, weil du verurteilt wurdest wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehrfach. Und das zu Recht, weil du versucht hast, mit deinem scheiß Ford Ranger Menschen zu überfahren.
Nur weil sie Eier auf dich geworfen haben. Ich meine, Eier auf jemanden werfen ist nicht cool. Und ist definitiv auch nicht rechtlich in Ordnung. Ja? Sagen wir es mal so. Aber dann Selbstjustiz zu üben und diese Leute deswegen zu überfahren, ist halt jenseits von Gut und Böse. Und dass man dir den Führerschein genommen hat, ist wohl das Beste, was passiert ist, seit das Game angefangen hat. Sie sind zu mir gekommen und haben mich angegriffen. Niemand hat dich angegriffen, du fetter Hurensohn. Und dafür habe ich eine gefährliche Körperverletzung bekommen. Ja? Und davon der gefährliche... Nee, ich wünschte, du hättest mal eine gefährliche Körperverletzung bekommen. Ich wünschte, du bist wegen einer gefährlichen Körperverletzung verurteilt worden. Wenn du mal eine bekommen hättest, dann wüsstest du, wie das ist. Und hättest das vielleicht nicht nochmal gemacht. Wenn dir mal jemand irgendwie mit dem Stock oder mit der Taschenlampe ordentlich die Rübe verdengelt hätte, dann hättest du wenigstens gewusst, wie sich das anfühlt. Aber nein, die Leute sind einfach auf der anderen Straßenseite gestanden und haben Herr Winkler gerufen. Der ist schwer kriminell, oder? Körperverletzung wiederum habe ich eine Anzeige bekommen und habe meinen Führerschein verloren, beziehungsweise musste eine MPU machen, die ich nicht machen konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt unterwegs war. Nein, du hättest sie machen können. Du hast die Nachricht für die MPU im Herbst 2021 bekommen. Da warst du noch 6 Monate in der Scheißschanze. Da hättest du jederzeit die MPU machen können. Jederzeit. Du hast dich einfach dagegen entschieden, weil du gedacht hast, das ist so wie bei allem. Wie früher bei YouTube, wenn du Scheiße gebaut hast, oder bei der BLM oder bei allem. Das geht schon drum. Ich muss einfach nichts machen und das Problem löst sich von alleine. Leider nein, leider gar nicht. Du bist derjenige, der daran schuld ist, dass du jetzt gefickt bist. Ja, auch eine sehr intelligente Lösung vom Landratsamt bzw. von der Verkehrsbehörde, weil dadurch, dass die das natürlich gemacht haben, sitze ich erst recht auf der Straße. So, wenn ich mein Auto noch gehabt hätte, hätte ich mein Auto irgendwo hinfahren können oder, keine Ahnung, irgendjemanden an 100 ergeben oder was, dass er mich irgendwo hinfährt und dann hätte ich irgendwo im Auto campen können. Dafür war das Auto übrigens ursprünglich nicht gedacht, weil viele so, hey, warum kaufst du dir so teures Auto? Kannst du Nein, dafür war das Auto nicht gedacht. Das Auto war gedacht, um damit zu protzen. Wenn du ein Auto hättest haben wollen, in dem du schlafen könntest, hättest du einen Bulli gekauft. Punkt. Dann hättest du einen Bulli gekauft, den hättest du für den Preis auch bekommen. Dann hättest du einen Bulli gekauft, hättest hinten eine Matratze reingeschmissen und einen Gaskanister mit einer Gasherdplatte und fertig ist. Wenn es dir darum gegangen wäre, im Auto schlafen zu können, wäre es das gewesen. Du wolltest eine fette Protzkarre haben. Das ist der Punkt. Niemand, der ein praktisches Auto zum drin übernachten haben will, kauft sich einen Ford Ranger. Halt dein dummes Maul. Ist ja gar nicht leisten. Kann ich mir leisten. Oder konnte ich mir leisten. Dann kannst du das teures Auto, das ist neu, da kennt dich doch jeder. Ja, schon. Wenn mich aber jemand nervt und mir nachfährt, mache ich ein Allrad an und fahre quer durch den Wald mit 6 Meter tiefe Schlammlöcher. Juck. Ja, genau so ist es passiert. Nee, du hast halt einfach Spuren auf der Autobahn geschnitten und Leute in Lebensgefahr gebracht, um von der linken Spur über die rechte Spur auf die Abbiegespur zu kommen, in der Hoffnung, die Hater abzuhängen. Hast du ein Menschenleben riskiert. Und auch dafür ist es großartig, dass sie dir den Lappen gezwickt haben. Du hast Menschenleben riskiert, um deine scheiß Schnitzeljagd weiter durchzuziehen. Mit deinem Protzauto, das nicht dafür da war, dass du drin übernachten kannst, sondern es war einfach nur dafür da, dass du einen Zipfel auf den Tisch legen kannst. Weil du nämlich irgendwas kompensieren musstest, weil du nämlich selber keine 16,5, sondern nur 6,5 cm Windspimmel hast und dadurch massive... Minderwertigkeitskomplexe, weil dein Schwanz zu klein ist. Und deswegen hast du ein großes Auto gekauft. Nicht, um da drin zu übernachten. Hättest du einen grünen, so einen moosgrünen VW-Bus kaufen können, für deutlich weniger als die 40.000 Euro. Oder keine Ahnung, einen Renault Trafic oder sonst irgendwas. Ja. Hättest du für 20.000 gekriegt. Matratze hinten rein. Gasherd hinten rein. Der wäre unauffällig gewesen. Überhaupt gar kein Problem. Wenn es dir darum gegangen wäre, irgendwo in der Gegend rumzufahren, da drin leben zu können, hättest du das gemacht. Du wolltest einfach eine fette Protzkarre haben
um deinen Windspimmel auf den Tisch zu legen. Das ist der Punkt. Juckt mich nicht. Juckt auch den Ranger nicht. Ja. Aber der Typ im Mercedes, der mir hinterhergefahren ist, den hat's gejuckt. Weil der kam da nicht weiter, der ist stecken geblieben. Ja, weil er es versucht hat, so blöd wie er war. Ja, genau so ist es passiert. Rainer ist mit dem Allrad durch den Sumpf gefahren und die Hater sind mit dem Mercedes hinterher und sind stecken geblieben. Wir sehen den Winklerschen Lügenblick schon wieder. Es ist halt nicht passiert. Zugegeben, das war eine Limousine und kein Jeep. Es gibt von Mercedes ja auch Jeeps, die das schaffen würden, aber das war ja eine Limousine. Und der ist so blöd gewesen, mir durch, keine Ahnung, einen halben Meter tiefe oder ein Viertel Meter tiefe Schlammlöcher durch nachzufahren. Respekt, ich bin selbst verstecken geblieben. Aber mit dem Ranger und Allrad habe ich es natürlich ohne Probleme geschafft. Aber ja, ohne Probleme. Digga, wir haben gesehen, wie du auf der nassen Wiese stecken geblieben bist. Wirst du es ohne Probleme durch einen halben Meter hohe Schlammlöcher geschafft haben. Du fetter Hurensohn. Auszukommen. Ja, und mit dem Auto konnte ich halt überall hinfahren. Ich konnte überall campen oder hätte überall campen können. Teilweise habe ich das ja auch gemacht. Hätte ich auch zum Beispiel die Preise gespart mir für Unterkunft und so weiter und so fort. Ja, und was ist? Ich sitze hier mitten am Arsch der Welt in der Kälte, in meinem Pulli. Ja. Juckt keine Sau. Es ist absolut. Richtig, es juckt keine Sau. Und ob du morgen stirbst oder noch 100 Jahre lebst, juckt auch keine Sau. Absolut YOLO, ist absolut random und. Der, wie er YOLO immer falsch benutzt, ist so cringe, ist nicht mehr feierlich. Am Rand und keine Ahnung. Naja. Was soll ich noch sagen? Nichts am besten, halt dein Maul. Oder wie soll es weitergehen? Ich für meinen Teil habe niemals mit irgendjemandem Ärger gewollt. Nein! Natürlich nicht! Ich suche es jetzt nicht raus, aber wir kennen alle die Dinge. Ja, natürlich habe ich die Hater absichtlich provoziert, weil da kriege ich ja Geld dafür. Ich wollte nie mit irgendjemandem Ärger. Hammer gelacht. Ich wollte keinen Ärger anfangen, ich wollte ihn weder verursachen, noch wollte ich ihn erleben. Er hätte es besser nicht machen sollen. Ich wollte einfach nur ein bisschen Geld verdienen, ich wollte meine Videos und meine Streams machen, ich wollte meine Existenz, Du wolltest nicht redlich arbeiten gehen. Sag's halt, wie es ist. Du hast keinen Bock gehabt, arbeiten zu gehen. Punkt. Haben und das war's. Mehr wollte ich nicht. So. Ich war nie darauf angewiesen, dass ich jetzt irgendwie Millionen und Abermillionen irgendwie verdiene. Ich war nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt irgendwie mega cool irgendwas mache oder so. Hab mich nicht gestört, hab mich nicht gejuckt, hab mich nicht interessiert. Interessiert mich auch eigentlich heute noch nicht. Ich will nach wie vor eigentlich nur das Geld, was ich auch, was mir meiner Meinung nach auch noch zusteht. Oder deine, was dir zusteht, mach die Augen zu. Dann siehst du, was dir zusteht. Ein Scheiß steht dir zu. Das Schicksal hat dir Kohle in den Schoß geworfen. Wie kaum jemand anderem. Und du hast es alles verpulvert. Dir steht gar nichts zu. Du hast nichts verdient. Du bist der Abschaum der Gesellschaft. Das Einzige, was dir zusteht, ist, dir irgendwie einen Dreck unter den Fingernägeln rauszulutschen. Ganz ehrlich, ich bin ein sehr sozialer Mensch und ich bin der Meinung, dass niemand vom Sozialsystem zurückgelassen werden sollte. Aber bei dir würde ich eine Ausnahme machen. Meiner Meinung nach solltest du gar nichts kriegen. Gar nichts. Du kannst tote Ratten aus dem Gully rausfressen, wenn es nach mir geht. Du bist der letzte Abschaum auf diesem Planeten. Du hast gar nichts verdient. Überhaupt nichts. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel hergeht und so sagt, ja, man macht eine Dokumentation über mich. Oder man macht einen Podcast über mich. Ich habe Podcast und Dokumentation wieder verwechselt. Oder man macht einen Podcast von mir. Oder will er jetzt wirklich sagen, dass diese Cui Bono-Spastis, die diesen erzbehinderten Podcaster gemacht haben, wo es eigentlich um die meiste Zeit nicht mal um ihn ging, dass die ihm dafür hätten noch Tantiemen zahlen sollen? Will er das jetzt sagen? Man macht einen Livestream über mich. Oder man verwendet irgendwelche Aussagen in der Bildzeitung von mir. Übrigens, eine Sache könnte.
Rainer, du hast der Bild-Zeitung ein Interview gegeben, du Fotze. Könnt ihr euch merken, das, weil ich gebe keine Interviews für gewöhnlich. Es gibt Ausnahmen, aber für gewöhnlich mache ich keine Interviews. Ja, natürlich machst du keine Interviews. Deswegen hast du auch Nordbayern nicht im letzten halben Jahr mindestens 5 Interviews gegeben. Deswegen hast du auch dem Spiegel nicht ein Interview gegeben. Deswegen hast du ja auch diesen ganzen Spastis für deine scheiß Netflix-Doku keine Interviews gegeben. Du verlogener Hodenkobold. Du greisliches Stück Scheiße. Ich gebe keine Interviews. Halt dein Maul! Wisst ihr, was der Grund dafür ist, dass ich keine Interviews mache? Weil es gelogen ist. Weil du permanent Interviews gibst. Weil die Interviews, die du ablehnst, deiner Meinung nach unter deiner Würde sind, wenn die nicht genug Kohlen abwerfen. Das ist der Punkt. Die Bild-Zeitung. Ihr werdet also von mir niemals, niemals in einer Milliarde Jahre nicht, werdet ihr ein Interview in der Bild-Zeitung von mir sehen. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Das wird nicht existieren. Außer die Bild-Zeitung wird irgendwann mal zu einem halbwegs vernünftigen Blatt. Das wird nie passieren. Also von daher wird es auch nie passieren, dass ich dann es wird nie passieren, dass ich da einen Livestream mache von. Und ist das der Livestream? Oder hast du denen offensichtlich ein Interview gegeben, oder? Dass ich denen ein Interview gebe. Und das heißt im Klartext, das ist schon wieder, mal abgesehen davon, dass sie wieder ein hundertstes Mal meine verarbeiteten Bilder, ja, die hatten unten in der Ecke zum Beispiel das Bild drinnen, Allein gegen die Welt, ja, das ist aus einem meiner Livestreams damals gewesen, das ist mein Bild, das habe ich bearbeitet, das ist mein Copyright, mal abgesehen davon, dass da meine Hackfresse drauf ist, was erst recht mein Copyright ist, haben die wieder mal einfach verwendet. Wobei man dazu, eine Sache muss man dazu sagen, sie haben als Ausnahme ein einziges Mal vernünftige Bilder verwendet. Das ist das Einzige, was ich ihnen vielleicht... Rainer, von dir existieren keine vernünftigen Bilder. Es existieren keine vernünftigen Bilder. Es existieren nur Bilder, wie du aussiehst, wie der abschauende Menschheit. Das sind die guten. Und bei den schlechten schiebst du den schwarzen Luan in den Arsch. So, das sind die zwei Arten der Bilder. Abschauende Menschheit oder schwarzer Luan. Es gibt keine anständigen Bilder von dir. Zugute halten kann ich Ihnen das aber ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist trotzdem... Hast du das Bild gesehen, wie du Döner frisst? Hier an der Autobahnraststätte, das ich gerne mal für meine Videos als Hintergrund nehme. Hast du das mal gesehen? Das ist ein anständiges Bild. Fetter Wichser. Trotzdem eine Tatsache, dass es ausnahmsweise mal gute Bilder waren. Mit der Ausnahme von einem. Also das ist schon eine deutliche Verbesserung von dem ganzen Scheiß. Ja. Und dieser ganze Kindergarten geht mir so tierisch auf die Nüsse. Ich meine, was soll dieser ganze Kindergarten? Ja, was soll der Scheiß? Was soll das Gemachte? Und mich regt es einfach auf, dieser ganze Blödsinn. Ja, ich meine, die Leute... Ich finde es so widerlich. Ich hasse die Bild-Zeitung. Und ganz ehrlich, jeder, der die Bild-Zeitung liest, der die unironisch liest und meint, der kriegt da irgendwie Ding, der soll zur Hölle fahren. Die Bild-Zeitung ist... Zeitung auf Drachenlord-Niveau. Die sind nicht besser wie er. Das ist der hinterletzte Abschaum. Aber die haben, ob sie jetzt mit ihm geredet haben oder nicht, einen Artikel über ihn rausgebracht, der ihm tatsächlich seine dämliche Opferrolle bestätigt. Und er regt sich darüber auf. Also die spielen ihn praktisch in die Hände und er regt sich drüber auf. Das kannst du nicht ausdenken. Die sollen sich doch gegenseitig die Nudel lutschen, er und die Bild-Zeitung. Leider ist der Reichelt nicht mehr bei der Bild-Zeitung. Ja, hätte ich gerne gesehen auf Pornhub, Reichelt und er. Die ganze Zeit die Fresse aufreißen und vor meiner Tür stehen oder gestanden haben. Man muss ja sagen... Ja, du hast nämlich keine Tür mehr, du... Gestanden haben, weil es existiert ja keine Tür mehr, vor der sie stehen können. Zumindest keine, hinter der ich bin, im Normalfall. Ach so, doch. Eine Sache muss ich noch loswerden. Und zwar eine relativ wichtige Sache. Ja, hau raus, Gesichtskirmes. Und das ist die Sache. Die Sache ist die...
Letzten Endes. Dass die Leute, die von meiner... Meiner... Es gab eine Airbnb-Wohnung, ja? Und es gab auch ein Video davon, wie die Leute vor dieser Airbnb-Wohnung gestanden haben. Was man nicht gesehen hat in diesem Video, war die Tatsache, dass die Leute, die vor dieser Airbnb-Wohnung gestanden waren, haben auch... Wie erkläre ich das? Die Leute, die vor dieser Airbnb-Wohnung gestanden haben, die sind auch durch das Treppenhaus gegangen. Also die sind in das Treppenhaus reingekommen, weil die das aufgeknackt haben irgendwie. Ja, picture or didn't happen, bitch. Also wenn es Videoaufnahmen gibt, wie die da draußen vor der Tür standen, dann glaube ich das. Alles andere ist halt lülülü. Ist halt erfunden wieder. Wie genau die das gemacht haben, weiß ich nicht, habe ich auch nie erfahren. Die haben irgendwie das Treppenhaus, also die Tür vom Treppenhaus geknackt, sind dann da reingegangen und sind dann in dem Treppenhaus nach oben gegangen und sind dann oben an die Türen gegangen. Die wussten nicht, welche Zimmertür meine war, weil es waren zwei, und haben dann dahin gepisst oder Wasser hingeschüttet oder irgendwas. Jedenfalls war dann der ganze Gang und die Türen, beide waren nass. Die wurden voll gepisst. Ja? Und da kann ich echt nur sagen, Alter, ohne Scheiß, selbst wenn ich jetzt da gewesen bin oder nicht gewesen. Ja, Digga, du hast doch gesagt, du stehst auf Pipi. Gewesen bin. Das spielt doch keine Rolle. Alter, was ist denn mit euch falsch? Ihr pisst an in ein wildfremdes Treppenhaus an zwei Türen, von denen ihr keine Ahnung habt, hinter welcher er ist. Es ist ja scheißegal, wenn jetzt da einer mitleidet, der eigentlich nichts dafür kann. Uninteressant. Hier ist das scheißegal. War dir schon immer scheißegal. Ja. Das ist uninteressant. Das war's für die Hater übrigens immer. Ja. Also es hat. Die Hater hat es nie gejuckt. Ja. Oh, Corky. Servus. Es hat die Hater nie gejuckt, ob das jetzt irgendwie. Ich werde das jetzt schon gleich mal. Rainer, dich hat es nie gejuckt, ob es andere Leute betroffen hat. Ach, großartig. Ganz großartig. Ist jetzt hier Ende? Bitte sag, dass hier Ende ist. Nein, es geht weiter. Leute. Da ist er wieder. Gehen. Oh, viel Verkehr heute. Im Gegensatz bei dir, du hast nämlich noch nie Verkehr gehabt. Willst du mich jetzt verarschen? Nein, letzten Endes, willst du mich verarschen? Jetzt ist hier permanent wieder Standbild. Phone, weg damit. Letzten Endes. Eine sehr wichtige Angelegenheit ist, man sollte auf jeden Fall überprüfen, ob irgendwas stimmt. Ja? Ich meine, in ein wildfremdes Treppenhaus zu pissen, ob man mich jetzt angreifen will oder nicht, das mal dahingestellt, ist völlig uninteressant. Das ist asozial und. Woher würdest du denn wissen, dass da reingepisst wurde, wenn du da selber nicht warst? Na? Daneben. Und schlimmer als alles, was ich hier getan habe. Nein. Ist es nicht. Irgendwo hinzupissen in ein Treppenhaus ist scheiße, aber es ist bei weitem nicht schlimmer als alles, was du hier getan hast. Es ist nicht gleichzusetzen mit sich vor Kindern zu entblößen. Es ist nicht gleichzusetzen damit Frauen... Pimmel und Wix-Bilder zu schicken. Es ist nicht gleichzusetzen mit der permanenten sexuellen Belästigung von Frauen, die dir mehrfach sagen, dass sie kein Interesse an dir haben. Es ist nicht gleichzusetzen mit der permanenten Lügerei. Es ist nicht gleichzusetzen mit dem Gleichsetzen eines Amoklaufs in Wien mit dem, was bei dir vor der Haustür passiert. Damit ist es überhaupt nicht gleichzusetzen. Es ist in dem Vergleich ist es super lächerlich. Du hast deutlich beschissenere Sachen gebracht. So, da ist schon wieder der nächste Spasti aufs Fürth, der mir schon wieder hinterherfährt und mir schon wieder Scheiße baut. So. Und ja, es ist jetzt, wie lange streame ich jetzt? Kann mir mal jemand zufällig die Zeit in den Chat schreiben? 38 Minuten, du fetter Hurensohn. Kann man überhaupt chatten? Weiß ich gerade gar nicht. Meine Damen und Herren, der Mann ist Profi-Content-Creator und der weiß nicht, ob in seinem Stream gechattet werden kann. Herzlichen Glückwunsch. Warum sehe ich schon wieder keine Zeit? Weil du bescheuert bist.
Ach so, Laufzeit 50 Minuten. Dankeschön. Ja. Also. Es ist halt einfach asozial, sowas zu machen. Ich meine. Rainer, du bist asozial. Wie gesagt, Hate und Mobbing und so eine Scheiße ist sowieso immer asozial. Aber dann auch noch wildfremde Leute in diese Scheiße mit reinzuziehen, das geht halt absolut gar nicht. Rainer, derjenige, der wildfremde Leute in die Scheiße mit reingezogen hast, bist auch wieder du. Zumal da ja auch enormer Sachschaden auf Dauer entsteht. Ja? Jetzt kommt die alte Leier wieder. Der Sachschaden ist dir doch scheißegal. Da entsteht Sachschaden und da entstehen Unannehmlichkeiten für Leute. Und das kann halt einfach... Und die Schnauberei, ich würde ihm am liebsten irgendwas, so ein paar alte, ranzlige Socken in seinen greisligen Grind reinschieben. Damit die schaut euch diese Wildsaupresse an. Mit der Schweinenase und diesen Eberzähnen nach vorne raus. Ich würde ihm am liebsten wirklich so ein paar alte, ranzlige Socken in seinen greisligen Gulli stopfen, damit er sein räudiges Schandmaul hält. Das kann halt einfach nicht sein, dass da solche Unannehmlichkeiten dann für Leute entstehen, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Und wenn einfach nicht akzeptiert wird und einfach nicht verstanden wird, wie man sich menschlich verhält, das ist das, was mir am meisten auf die Nüsse geht. Rainer, du hast dich in deinem Leben noch nie menschlich verhalten. Noch nie. Weil am Ende... Das ist im Übrigen der Grund, warum die Leute hassen. Just saying. Ist es ja so. Wenn man sich nicht menschlich verhalten kann, sollte man sich nicht als Mensch man sollte sich nicht als Mensch bezeichnen. Weil, mal im Ernst. Aber wer hat sich denn vor nicht allzu langer Zeit als Nicht-Mensch bezeichnet? Das warst doch du, oder? Menschlich ist, wer Menschliches tut. Um es mit Forrest Gumps Worten zu sagen. Nee, Forrest Gump hat gesagt, dumm ist der Dummes tut. Und das trifft deutlich besser auf dich zu, als die falsche Variante, die du gerade gebracht hast. Sagen, ja. Nee, das ist mir in Jahrzehnten nicht passiert, dass sich Leute einfach vernünftig verhalten haben. Also, es gab's schon, aber halt bei weitem deutlich weniger. Rainer, es gab zig Leute, die versucht haben, vernünftig mit dir zu reden, du hast sie alle nur angeschrien. Dass es Menschen gibt. Wo laufe ich eigentlich hin? Das weiß ich nicht. Hoffentlich zur Hölle. Ich bin wieder aufgestanden und einfach losgelaufen. Ich wollte zum Bahnhof. Egal. Muss jetzt zurücklaufen. Dann laufe ich da vorne hoch. Geht einfacher. Ja, lauf einfach mal ein bisschen. Lauf noch ein paar Kilometer rum. Und das mache ich jeden Tag. Vielleicht verlierst du ein paar Kilos. So. Na gut. Ich werde jetzt nur meine Stelle beenden. Warum? Weil ich aus der Puste bin. Scheiß Erkältung. Und ja, ich bin... Ja, nee, nicht scheiß Erkältung. Scheiß 230 Kilo und 5 Meter auf der Straße laufen. Deswegen bist du aus der Puste. Fett. Kommt auch noch dazu. Keine gute Kombi. Werde das Stream jetzt mal beenden. Ich danke euch für die Unterstützung. Ach ja, was ich vorhin wieder sagen wollte, wieder vergessen habe. Du bist ein Hurensohn, wissen wir. Die Hater freuen sich jetzt darüber, dass ich mich prostituieren will. Darüber freut sich keiner, Rainer. Keiner. Ach, sagen sie es so. Stimmt zwar so nicht, aber gut. Das ist etwas, was ich von vornherein schon mal vorhatte, bevor ich YouTube gemacht habe. Rainer, es macht es nicht besser. Und alles. Nicht, weil ich es nötig hatte, sondern weil es mich einfach mal interessiert hat. Und eine bestimmte Webseite wurde offline genommen, obwohl ich eigentlich gar nichts offline genommen habe. Wird aber natürlich wieder behauptet. Rainer, dein Blog wurde offensichtlich offline genommen, was höchstwahrscheinlich gegen die Terms of Service verstoßen hat, dass du da deinen Arschfeil bietest. Weil die keine Prostitutionswebsite sein wollen, sondern einen Internetblog. Es wurde einfach mal wieder von Leuten gemeldet und ist aktuell in der Überprüfung. Und wenn es überprüft wurde,
soll es hoffentlich wieder da sein. Ja, genauso wie bei deinem YouTube-Kanal, oder? Weil eigentlich dürfte es gegen nichts verstoßen. Na gut, ich muss jetzt da hoch. Also wenn das nicht tatsächlich eine Plattform ist, die dafür gedacht ist, dass du als Prostituierte deine Dienste anbietest, wenn es nicht so eine Plattform ist, dann wird es hundertprozentig gegen die Terms of Service verstoßen. Hundertprozentig wird das weggemettelt bleiben. Euch werde ich verabschieden, weil ich will ein bisschen Musik hören. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Falls es ein nächstes Mal gibt. Ja, hoffentlich nicht, Rainer. Ich warte sehnsüchtig aufs Ende vom Game. Aktuell zweifle ich daran. Tüdelü. Und ich hoffe, ihr habt ein besseres Jahr als ich. Rainer, das Jahr hat gerade erst angefangen. Aber Digga, ich bin so froh, dass die Scheiße jetzt rum ist. Leute, es war schwierig. Ich musste mir zwischendurch was zu essen holen. Ich habe zwischendurch mal vergessen, mein Mikrofon zu unmuten. Tut mir leid, wenn dann zwischendurch Phasen sind, wo alles leise ist. Ich bin selber ein bisschen am Sack. Und ich bin mit echt guter Laune in die Scheiße reingestiegen. Ich bin jetzt richtig angepisst. Ich habe einfach nur Wut und Hass in mir gerade. Ich sag, ich würde wirklich gerne einfach 10 Minuten in einem Raum ohne Zeugen mit Rainer. Hätte ich gerne mal. Wäre eine schöne Erfahrung, glaube ich. Also für mich. Brauche ich die dicke Handschuhe. Naja. In diesem Sinne. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Prostituiert euch nicht im Internet. Das ist es nicht wert. Ja, und Medal of.